Einen wunderschönen guten Abend, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, Motorsportfreunde und solche, die es werden wollen. Es begrüßt ja am Mikrofon Sebastian Gerhardt heute Abend zu einer ganz neuen Serie der GTL-Serie aus der Racers League und zwar der sogenannten GTL-Rennsportmeisterschaft und eine ganz, ganz spektakuläre neue Serie, die man da losgetreten hat heute Abend, der Saisonauftakt hier, wie man sehen kann, in der 1976er Variante von Kyalami. Und wir gehen jetzt direkt mal schon mal kurz auf ein Live-Bild, damit Sie sich einen ersten Überblick schaffen können, worum es hier geht. Wir machen aber gleich noch mal einen Blick über die einzelnen Autos, damit Sie hier wissen, was die Sache ist. Hier wird nämlich mit GTX-Modellen gefahren aus den 70er und 80er Jahren und zwar ganz, ganz brutale Maschinen, muss man mal sagen. Die Fahrzeuge haben alle jenseits der 550 PS und laufen auch alle über 300 Stundenkilometer. Und im Moment haben wir hier zum Beispiel Heiko Stritzke auf dem BMW CSL Turbo. Der ist gerade erst auf den Server gekommen und dreht hier noch ein paar Trainingsrunden. Thomas Weber aktuell der schnellste hier im Training auf einem BMW M1 Turbo. Und man sieht das ja schon optisch hier, wie brachial diese Fahrzeuge aussehen. Dahinter hat man gerade einen Ford Mustang. Da müssen wir gleich mal gucken. Peter Kilian haben wir hier, Stefan Möbus, der Teamkollege von Thomas Weber in dieser allerersten Saison auch auf einem M1 Turbo. Zweitschnellster im Moment Frank Schuster, auch BMW M1 Turbo. Das Fahrzeug sehr beliebt bei den Piloten, allerdings auch nicht einfach zu fahren. Marc Ackermann ebenfalls BMW M1, Oliver Kilian gerade in der Box, Lars Kuhlmann, da gilt das Gleiche für Robert Kruppert steht drin. Ja, das Training geht noch 4 Minuten, die Fahrer werden sich gleich losmachen. Jochen Richter, der ist hier auf einem Toyota, jetzt bringt man mich durcheinander. Schauen wir erstmal, wer noch so durch ist. Hier haben wir Nico Standke ebenfalls auf einem Mustang. Ja, Autos angesprochen, wir springen da gerade jetzt mal drauf, denn wir haben hier eine wunderbare Liste dazu. Und ja, da ganz geht's los mit der Chevrolet Corvette GTX. Ein wirklich brachiales Fahrzeug, hat einen Multiplikator von 1 zu, auf die Multiplikatoren gehe ich gleich mal ein. Mir sieht das hier, man hat mal eine schöne Auflistung gemacht anhand von Sternen, wie stark dieses Fahrzeug ist. Also spezielle Beschleunigung, Traktion sehr gut, man sieht das in der Bremse nicht so wunderbar. Und ja, beim Reifenverschleiß 1 Stern, das heißt nicht, dass er wenig Reifen verbraucht, sondern genau im Gegenteil, die Corvette verschleißt die Reifen sehr extrem. Man sieht aber auch mit 705 PS so ziemlich das am stärksten motorisierte Fahrzeug hier in der Serie. Da sind auch einige Fahrer mit unterwegs, das werden wir uns dann noch angucken. BMW M1 Turbo wäre der nächste und den haben wir hier mal im Blick. Also der hat, das ist von der Leistung der am meisten hat, also der legt auf die Corvette nochmal ein bisschen oben drauf, ist etwas leichter, aber der ist durch den Turbo relativ kompliziert zu fahren, also das ist nicht einfach, da muss man immer irgendwo im Drehzahlbereich bleiben, wenn man das vermasselt, dann kommt man irgendwo aus dem Turbokeller heraus und plötzlich tritt einem dieser Turbolader regelrecht in den Hintern und das Fahrzeug wird dann ganz, ganz schwierig zu kontrollieren. Also das, die Fahrer, die damit zu tun haben, die sind damit schnell, aber es ist eben auch eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Da haben wir schon einen Multiplikator von 1,03. Ja, zur Erklärung in der Richtung, da geht es um die Punkte. Wer also mit der Corvette den ersten Platz hat, der hat noch lange nicht gewonnen mit den Punkten, denn ein BMW M1, der Zweiter, wird mit dem Multiplikator von 1,03 von den Punkten, auf jeden Fall in einem Komma-Bereich da näher ranrücken. Das hat man also gemacht, um die Fahrzeuge, die langsamer sind, trotzdem durch etwas mehr Punktemultiplikation an die anderen Fahrzeuge heranzubringen. Nächstes Fahrzeug wäre eben schon mal angesprochen, der BMW CSL Turbo. Der ist insofern kompliziert zu steuern, das wird uns auch Heiko Stritzke gleich nochmal präsentieren. Der wird uns nämlich die Strecke in selbigem Fahrzeug vorstellen. Der hat eine ziemlich schlechte Traktion, da heißt es also, sogar im dritten Gang drehen da teilweise noch die Räder durch. Der Wagen hat also auch unglaublich viel Power. Ist trotzdem etwas im Nachteil im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen, speziell eben durch die Traktionsschwierigkeiten. Dann hätten wir den Toyota Celica, jetzt habe ich es aber wieder beisammen. Jetzt wollte ich ihn fast schon Corolla sagen, da wären wir ein bisschen langsam unterwegs gewesen. Der Celica mit einem Multiplikator von 1,08, der
ist schon nicht mehr ganz so konkurrenzfähig. Da muss man sich also doch sehr anstrengen, um in etwa in die Zeiten der Spitze kommen zu können. Das ist eigentlich schon mit dem Silicon nicht mehr so wirklich möglich. Der nächste, ebenfalls mit einem 1,08er Multiplikator, ist der Chevrolet Monza. Das Fahrzeug vielleicht nicht so ganz bekannt unter den Fahrzeugfans. Wer so Rennwagen kennt, der Chevrolet Monza, ja immer sowas, ne, denkt man sich, noch nicht gehört. Hier kriegen sie also zu hören, und das Fahrzeug mit 637 PS, also auch kein Kind von Traurigkeit. Der Wagen hat ein relativ angenehmes Fahrverhalten, also lässt sich relativ leicht kontrollieren, auch im Drift teilweise. Also das ist noch ein Fahrzeug, das jemanden, der jetzt sich nicht so knallhart reinhängt, noch kontrollierbar ist. Dann nächstes Fahrzeug, der Ford Mustang Cobra GTX. Wenn man sich dieses Monster mal anschaut, ja, da schlackern einem die Ohren. Das ist also von der Optik her schon fast das brachialste Fahrzeug im Feld. Der hat ein ähnliches Fahrverhalten wie der Monza, wird hier trotzdem im Feld etwas lieber genommen, wahrscheinlich einfach, weil der Mustang von der Optik doch etwas ansprechender ist. Ja, jetzt denken Sie, so langsam müsste es doch gewesen sein. Nein, so ist es nicht. Es gibt noch den Porsche 935er. Der ist ein regelrechter Exot schon hier im Feld. Einmal natürlich durch seine Konstruktion mit dem Heckmotor, aber auch sonst sowohl optisch als auch vom Handling her ein bisschen anders. Also der ist relativ zaghaft, wohl zu den Reifen, habe ich mir sagen lassen. Ist aber, hat so eine leichte Tendenz zum Untersteuern. Ist also, da muss man schon ein bisschen Talent haben, um das Fahrzeug hier wirklich sauber um die Strecke bringen zu können. Dann haben wir noch den Ferrari 512 BBLM. Der lässt sich, wenn man da mal schaut, auch schon fast nicht mehr als Ferrari erkennen, speziell wenn man ihn mal von hinten sieht. Das werden wir uns dann auch gleich nochmal angucken bei Gelegenheit. Wird nicht von allzu vielen gefahren, also er hat jetzt nicht so die große Beliebtheit im Fahrerfeld. Und deswegen, er hat auch einen Multiplikator von 1,12, daran sieht man also, dass er auch mit der Leistung ein bisschen hinterherhinkt eventuell. Und ja, das also die Situation bei dem Fahrzeug, deswegen er nicht so oft genommen. Dann noch der Ford Capri Turbo, 1,16 Multiplikator. Ja, und da wird man sich vielleicht fragen, ob das Ganze so eine gute Idee war, denn mit dem Wagen ist man, wenn man es drauf hat, doch deutlich an der Spitze mit unterwegs von der Geschwindigkeit. Und werden wir auch gleich mal einen Blick drauf werfen, denn da fahren heute einige mit dem Auto über die Strecke. Und ja, da muss man sich vorstellen, wer mit dem Auto Dritter wird, der hat noch gute Chancen, mit den Punkten trotzdem an der Spitze zu landen. Von daher interessante Wahl. Und zuletzt noch der De Tomaso Pantera GTX. Ein Fahrzeug, das man vielleicht auch schon aus GT Legends so kennt, allerdings nicht in seiner GTX-Variante mit 603 PS. 1,2 Multiplikator, der ist also, ja, auf der Geraden geht dem Auto die Puste aus. Also das ist dann so ein bisschen problematisch, aber der Punktemultiplikator macht einiges wieder wett. Das kann sehr spannend werden, wie die Fahrer hier am Ende vielleicht abschneiden werden mit diesem Fahrzeug. Da sind auch einige unterwegs, werden wir uns aber dann angucken. Und jetzt gehen wir ins Live-Bild, denn wir sind im Qualifying drin. Die Fahrer gehen gerade in ihre Startaufstellung. Und ja, gucken wir mal, wer zuerst hier ist. Und Sie sehen das schon an den Fahrern. Wir haben Mike Horn, haben wir noch jemanden. Ja, Thomas Weber und Ralf Stingel sind gerade nochmal auf den Server gekommen. Wir haben ein absolut volles Fahrerfeld. GTL, also eine wirklich, ja doch verhältnismäßig alte Simulation, ja eigentlich so ziemlich die älteste, die hier noch gefahren wird, und trotzdem jetzt ein Fahrerfeld von 30 Fahrzeugen. Das kann auch sehr, sehr kritisch werden heute Abend, denn diese Strecke ist zwar noch nicht die anspruchsvollste im Kalender, aber die Fahrzeuge, die machen das dann locker wieder wett. Und man hat ganz neu für viele GTL-Fahrer einen fliegenden Start drin. Das ist also nicht für alle so gewöhnlich. Die meisten GTL-Piloten hier, die lange dabei sind, die sind es eigentlich gewohnt, ja, stehen zu starten. Und jetzt bei den Fahrzeugen hat man sich aus Sicherheitsgründen gedacht, okay, das können wir nicht riskieren. Einfach aus dem Grund, die Fahrzeuge ohne Turbo, also speziell sowas wie Corvette oder der Ford Mustang, die haben unheimlich viel Hubraum und Drehmoment und können deswegen sehr, sehr gut starten, müssen aber sofort aufpassen, dass die Räder nicht durchdrehen. Im Gegenzug die Fahrzeuge mit Turbo, da passiert erstmal gar nichts, weil ja der Turbo nicht eingreift, und der kommt dann erst an einem bestimmten Moment, und dann wird das Auto beim stehenden Start ja fast schon unkontrollierbar. Und deswegen hat man gesagt, man bringt alle auf ein passables Niveau, indem man eben einen fliegenden Start macht. Das bedeutet, der Vordermann, während man so in zwei Reihen startet, wer das vielleicht aus den meisten, ja, aus anderen Rennserien kennt,
wird dann zwei Reihen lang gestartet. Der vorderste macht den Pit-Limiter an und daran muss sich der Rest des Feldes orientieren. Und dann zur gegebenen Zeit wird dann der Limiter gelöst und das Rennen wird gestartet. Aber, tja, das ist eben auch eine ziemlich knifflige Angelegenheit. Und speziell bei den Fahrern, die das vorher noch nicht so regelmäßig praktiziert haben, da hat es in der Vorbereitungsphase den einen oder anderen Crash gegeben deswegen. Und ja, hoffen wir mal, dass das heute Abend hier bei vollem Feld nicht passiert. Wir schalten jetzt mal hin, bevor er nämlich eine Vermisstenanzeige aufgibt. Wir springen jetzt mal hin zu Heiko Stritzke, der jetzt in seine erste gezeitete Runde geht. Schauen wir nochmal, wie die jetzt klappt, dass wir ihm nicht dazwischen springen. Zieht er gerade an dem Toyota Celica von Oliver Herz vorbei. Der CSL Turbo von wenigen Fahrern genommen. Heiko hat noch im Vorfeld gesagt, er hat das Fahrzeug deswegen genommen, weil es von so wenigen verwendet wird. Obwohl er ja eigentlich durchaus konkurrenzfähig ist. Heiko Stritzke erstmal jetzt auf der 14 hier von der Zeit her. Trotzdem gucken wir mal. Oh, und da im Hintergrund sehen wir Marc Ackermann beim Abflug. In seinem müsste es jedenfalls gewesen sein. Wir können jetzt hier leider schlecht durchspringen. Jetzt wird Heiko gerade auf Platz 19 angehen. Wir gucken mal Marc Ackermann, wo wir ihn haben. Ob das jetzt Marc gewesen ist. Oh, da liegen ein paar Teile. Eieiei, da hat noch irgendjemand den M1 Turbo voll mitgenommen. Oh, und da Abflug von Nico Standke. Ja, und da sieht man, was passiert, wenn man eben mal so bei jenseits der 200 Stundenkilometer das Auto wegschmeißt. Peter Kilian haben wir hier, Marc Ackermann. Marc ja zusammen mit seinem Vater Gerd unterwegs. Die beiden im Team G&M Killer Bee Racing. Und gucken wir mal, der dürfte aber eigentlich auf einer Corvette unterwegs sein. Von daher ist das der BMW M1 Turbo von Marc gewesen. Wir gehen trotzdem mal durch. Michel Groteklaas in einem M1 Turbo. Wolfgang Roller auf Mustang. Mike Roller, einer der wenigen im Ferrari. 512 BBLM. Jan Durst kommt gerade raus auf einem Pantera. Oliver Herz, Oliver Kilian haben wir hier. Der also das erste Rennen in einem Monza bestreitet. Lars Kuhnmann auf der Corvette. Robert Kruppert ebenfalls. Tobi Dede nach einem Dreher hier mit seinem M1 Turbo auf dem Versuch zurück auf die Strecke zu kommen. Ja, und Gerd Ackermann habe ich jetzt noch gar nicht sehen können hier. Scheint noch nicht da zu sein. Vielleicht kommt er erst etwas später hierher. Trotzdem, wir gucken gleich mal hier bei Heiko Stritzke rein, wenn er gleich Richtung Start-Ziel gerade wieder unterwegs ist, dass wir ihn mal reinholen. Und ja, genehmigen Sie sich auch mal bitte diesen Sound hier von diesen Fahrzeugen. Also es lohnt sich tatsächlich mal, die Boxen aufzudrehen und sich diesen richtig schönen Krach der Fahrzeuge anzuhören. Also für ein betagtes GTL, diese Fahrzeuge machen einen Heidenspaß zu fahren. Zwar anspruchsvoll, aber unheimlich spaßig. Und der Sound ist einfach traumhaft. Da knallt einem noch echte mechanische Lautstärke um die Ohren. Das ist wirklich beeindruckend. Dazu dann teilweise das Turbopfeifen dieser zwangsbeatmeten Fahrzeuge. Sehr, sehr interessante und spannende Angelegenheit. Wir bleiben nochmal kurz bei Heiko, weil er jetzt gleich auch da sein dürfte. Ich hole ihn jetzt mal schon vom Radio zu uns rein. Ja, Heiko, ich habe dich jetzt schon mal hier ins Radio reingeholt. Ich weiß, wir sind im Qualifying drin. Trotzdem, vielleicht hast du die Möglichkeit, gleich mal kurz eine Runde vorzustellen. Du kannst dich aber auch kurz jetzt bei mir melden und sagen, nee, bitte nicht. Aber ansonsten würden wir gerne mit der Kamera bei dir gerade mal draufbleiben. Ja, da, hi, ist möglich, können wir machen. Ich bin jetzt sowieso gerade auf einer Cooldown-Runde, nachdem die letzte eigentlich schon recht ordentlich gelaufen ist. Und ich denke mal, wir fackeln gar nicht groß lange, sondern fangen mal direkt an. 750 PS in diesem Auto, geht richtig ab, hab mächtig Spaß mit der mangelnden Traktion. Hört sich an wie ein Vierzylinder, kann gar nicht glauben, dass das derselbe Motor wie im M1 sein soll, aber er geht richtig gut. Man hört vielleicht schon, extrem lang übersetzter fünfter Gang. Wir haben hier Spitzengeschwindigkeiten von etwa 330 am Ende der Geraden. Müssen da etwa beim Dreischild anbremsen. Ich weiß jetzt nicht, welche Maßeinheiten die hier verwenden. Turn 1 lang gezogen, rechts rum. Jetzt aufpassen, schön beim Rausbeschleunigen. Das war einmal schön demonstriert, wie der hier weggeht.
Turn 2 habe ich eigentlich aus Fernsehaufnahmen etwas weiter im Kopf, also ist überraschend eng. Jetzt hier ein King, der hat es extrem in sich. Da muss ich mit dem Auto lupfen, mit anderen geht's voll, aber auch nur unter großem Risiko. Jetzt rechts rum langgezogen, hier schön Power Oversteering, um wieder auf die rechte Seite zu kommen. Ich lasse jetzt gerade einmal die Corvette hinter mir durch. Das ist jetzt die engste Kurve auf der Strecke. Im zweiten Gang gefahren, einmal kurz zwischenbeschleunigen, dritten Gang reinhauen und ich lasse den dritten Gang jetzt hier drin. Links herum eine S-Passage, hier hat man untersteuern, weil es den Berg herunter geht. Und dann sehr viel Grip hat man da auf diesem Curb auf der Außenseite. Letzte Kurve kann man im zweiten Gang fahren, aber ich bleibe wegen zu wenig Traktion hier auch im dritten. Die bringt uns dann wieder auf die Gerade und ab hier zählt dann wirklich nur noch Motorleistung, absolute Power hier gefragt. Und jetzt können wir hier sehr schön mal demonstrieren, wie groß die Geschwindigkeitsunterschiede sind. Ja, ich sehe gerade, das war gar keine Corvette, das dürfte ein Monster gewesen sein. Und so groß ist also dann hier der Unterschied auf der Geraden. Und das war jetzt mal eine Demonstration, wie es im CSL aussieht. Ich kann nur sagen, gleich, wenn ich den Mustang fahre, fährt sich die Strecke wieder ganz anders als mit diesem Auto. Es ist eine Herausforderung, aber es macht unglaublich viel Spaß. Ja, also wunderbare Erklärung kurz einmal der Strecke und auch so ein bisschen, was das Auto angeht. Heiko Striezke, vielen Dank an dich, dass du uns hier mal kurz die Strecke vorgestellt hast. Und ich denke, ich schieb dich einfach mal wieder in einen der Räume, wo du deine Ruhe hast, um jetzt hier da im Qualifying noch in diesen 20 Minuten angreifen zu können. Und natürlich dir viel Erfolg in Selbigen und viel Glück und Erfolg in den Rennen, die jetzt kommen werden. Ja, danke. Und ich erwarte noch, dass hier noch ein paar Corvetten ganz vorne reinfahren werden. Alles klar, werden wir im Blick behalten. So, das also mal kurz die Streckenvorstellung hier gewesen von Heiko Striezke. Und er hat sich auf den vierten Startplatz vorgefahren, hier mit seinem CSL Turbo. Ja, man hat das gerade gesehen, das müsste der Chevrolet Monza von Oliver Kilian gewesen sein, den er da auf der Geraden mal eben komplett rasiert hat. Peter Kilian haben wir hier in einer der Corvetten, wie man das ja auch so schön nennt. Die Fahrzeuge sehen übrigens nicht alle gleich aus, auch nicht von der Modellierung her. Also die Lackierungen sind unterschiedlich, aber da gibt es auch einige, die verschieden aussehen. Also diese hier hat einen relativ flachen Power Dome, wie man diesen Huppel vorne auf der Motorhaube nennt. Das sieht hier dann bei Lars Kuhlmann schon wieder ganz anders aus. Der hatte einen richtig großen Hügel vor sich. Gucken mal, ob wir da auch eine schöne Kameraperspektive haben. Ja, so ist es. Also das hier mal der Blick über diese lange Haube dieser Chevy Corvette. Ja, und wer vielleicht, wer mal sich mit Kyalami auseinandergesetzt hat, das hier also die alte Variante, die dann im Jahre 1985 umgebaut worden ist. Die Strecke dementsprechend vom Streckenverlauf her doch deutlich anders. Und wir sind gerade durch die S's hier hindurch, kommt nochmal die Leukop Bend, also eine langgezogene 180 Grad rechts, bis es hier eben auf dieses Vollgasstück kommt. Und das hier ist die Parade, Vorzeige. Geschichte für die Corvette, Vollgas, und die ist hier so ziemlich am schnellsten. Also alles, was davor fährt, das fängt dann an, ein bisschen Angst zu kriegen, denn dann donnert diese Corvette einfach vorbei. Wobei sie auf der Geraden, habe ich mir sagen lassen, nicht die allerschnellste ist. Also da habe ich noch einen kleinen Überblick bekommen gehabt. Danke da nochmal an Oliver Kilian, der sich da mal eingesetzt hat. Die Corvette, die erschafft da bis zum Anbremspunkt satte 323 Stundenkilometer, allerdings ohne Windschatten. Also im Windschatten kann man da nochmal locker 10 bis sogar 20 km draufsetzen. Das hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, wie weit man zu dem Zeitpunkt vom Vorausfahrenden A weg ist und B natürlich auch, wie schnell der Vordermann ist. Also man wird hinter einem Monster definitiv nicht diese Geschwindigkeit erreichen, weil man ihn vorher schon längst überholt hat. Der CSL Turbo, der schafft noch ein km mehr ohne Windschatten. Da tritt man erst bei 324 auf die Bremse. Und als krasses Gegenstück mal der De Tomaso Pantera, der schafft gerade mal 309 Stundenkilometer als Spitzengeschwindigkeit bis dahin. Also da werden mal die Unterschiede doch recht signifikant. Und das erklärt auch, warum eben der Pantera diese 1,2 Multiplikator drauf hat. Trotzdem, die Corvette wird unter einem ganz großen Problem leiden hier in diesem Rennen. 2x25 Runden wird ja gefahren. Die Hinterreifen bauen bei dem Fahrzeug
hinten heraus extrem stark ab. Und da können wir sehr gespannt sein, wie die Fahrer, die mit diesem Geschoss unterwegs sind, zurechtkommen werden. Es sind nicht wenige. Mike Horn war es übrigens auf dem Chevy Monza, der also trotz des Nachteils in der Motorleistung im Moment die acht schnellste Zeit hier in diesem ersten Qualifying gefahren ist. Wer sich jetzt mit den GTL-Serien der Racers League noch nicht ganz so auskennt, da wird seit jeher im halbe Stundentakt gefahren. Das heißt, wir fahren jetzt hier es läuft noch ungefähr 17 Minuten dieser halbe Stunde vom Qualifying und dann wird eine halbe Stunde Rennen gefahren. Ein Warm-up gibt's nicht. Und nach diesem Rennen wird nochmal, ohne jegliche Vorbereitung, nochmal eine halbe Stunde Qualifikation gefahren und dann wieder eine halbe Stunde das zweite Rennen. Das ist also der Ablauf für heute Abend, wie das Ganze laufen wird. Sie können sich also darauf einstellen, um 20:30 wird hier das Rennen gestartet. Wer jetzt also nicht die ganze Zeit dabei bleiben will, aber Angst hat, dass er was verpasst, wird nicht passieren. 20:30 startet das erste Rennen. Ja, kurz nach 21 Uhr wird dann das Rennen wahrscheinlich zu Ende sein. Man rechnet so mit durch die Einführungsrunde vielleicht so mit 35 Minuten, die es dann dauert. Danach eben wieder eine halbe Stunde Qualifying und ja, man kann so sagen, ca. 21:40 wird das zweite Rennen starten. Wer also jetzt nur an den Rennen interessiert ist und zwischendurch nochmal ein bisschen Freizeit hier heute am Freitagabend nutzen möchte, das also die Planung dieses Rennens und natürlich auch für den Rest der Saison. Wir sehen gerade Detlef Preisig ebenfalls auf einem Monza unterwegs und wird auch von selbigen verfolgt. Tja, welcher ist das, den wir dahinter haben? Oliver Kilian ist es. Also wir haben Mike Horn, Oliver Kilian und Detlef Preisig im Moment auf dem ja eher etwas unbekannteren Chevrolet-Modell. Hat optisch auch das, also hier kaum noch zu erkennen, natürlich aufgrund der sehr extremen Verspoilerung, aber wer das Auto sich mal original anguckt, der wird da doch recht europäische Designansätze finden. Optisch kein durchaus ein schönes Fahrzeug, aber eben einfach nicht so bekannt. Da hat der Chevrolet Monte Carlo ja ein wesentlich mehr Erfolg verbuchen können, was den Markennamen angeht. Und Oliver Kilian für das Kili-Team unterwegs, zusammen mit Peter Kilian. Und wir gehen auch noch mal ein bisschen genauer auf die Fahrer und ihre Teams ein. Detlef Preisig, der jetzt gleich da von Oliver Kilian überholt wird. Mal gucken, ob vielleicht der Windschatten Oliver auch noch was gebracht hat. In der Kurve drin geht es aber wieder unter. Ja, beim Platz hat es ihn gebracht. Auf die 4 geht Oliver Kilian vor. Detlef Preisig vor ihm, der fährt für das Die Heiligen Zwei Könige Racing Team, das er zusammen mit Oliver Herz hier in dieser Serie also ins Rennen führt. Es ist wie gewohnt auch so, dass die Fahrer zwei Fahrzeuge wählen dürfen. Also man fährt hier nicht auf einem Fabrikat beide Rennen. Viele machen das, einfach aufgrund des zusätzlichen Trainingsaufwands, der sonst hinkommen würde. Aber einige fahren auch mit zwei verschiedenen Fahrzeugen. Heiko Striezka hat es eben gesagt, der wird das zweite Rennen im Ford Mustang angehen. Das wird eine spannende Geschichte, weil das ja wirklich eine komplett andere Charakteristik hat, das Fahrzeug. Und das erfordert natürlich immer einen etwas höheren Trainingsaufwand, weil man mit beiden Fahrzeugen schnell sein muss. Und deswegen haben sich viele Fahrer zurückgehalten, da wirklich zu wechseln. Wer noch dazu gehört, ist zum Beispiel, müssen wir mal schauen, wo wir ihn haben. Marcel Schimmer hat auch definitiv einen Wechsel vor. Robert Kuppert haben wir gerade auf der Corvette. Ralf Stingel, der war im Trainingsrennen schneller gewesen auf dem Ford Capri. Mit dem Capri Turbo unterwegs und da war er weiter vorne auf der Strecke zu finden. Jetzt haben sich da also doch noch ein paar gefunden, die jetzt erst die Power ihres Fahrzeugs wirklich auskosten können. Nico Standke in der Box, Jochen Richter. Auch er mit einem Capri Turbo unterwegs. Michael Grote-Klaas steht in der Box, Holger Thie auf einem Mustang und hier haben wir Marcel Schimmer, er aktuell auch in einem Mustang, ja, und jetzt vielleicht die Fahrer, also einige hier, die vielleicht beim Zuschauen, denen wird dieses Design irgendwoher bekannt vorkommen, ja, und das ist nämlich das Chevrolet Lumina Design aus dem Film Tage des Donners mit Tom Cruise, also so für speziell für die NASCAR-Fans, ja, der Motorsportfilm schlechthin, wenn er auch mit Realismus nicht unbedingt gerade so von Realismus so unbedingt groß beladen ist, also doch ja alles ein bisschen auf
die Dramaturgie und Action hin getrimmt. Trotzdem, es ist so, speziell für NASCAR-Fahrer, so der Klassiker unter den Motorsportfilmen, und ja, Marcel scheint auch sehr begeistert davon zu sein und hat sich also hier die Lackierung malen lassen. Jetzt wird es aber bestimmt einige geben, die da doch etwas entrüstet sein werden, denn er hat eine Chevrolet-Lackierung sogar mit der mit der Bowtie von Chevrolet hinten links auf dem Auto und auch vorne drauf, auf einem Ford. Aber vom Design her hat das wohl am besten gepasst. Da kann man mal ein Auge zudrücken. Sieht auch auf dem Ford sehr schön aus. Und deswegen eher auf dem Fahrzeug unterwegs. Ihn werden wir im zweiten Rennen auf jeden Fall im Toyota Celica sehen. Können wir gespannt sein, wie gut er da im Vergleich zu dem Mustang auf der Strecke hier sich zeigen kann. Ja, wir gucken mal, inwieweit sich hier noch was tun kann an der Spitze. Also die beiden Team MW Racing Piloten, Thomas Weber und Stefan Möbus, führen im Moment das Qualifying an. 1:14.265 ist die Bestzeit von Thomas Weber. Das ist schon enorm schnell für diese Strecke. Nochmal Stefan Möbus geht da wieder drüber, hängt da gerade am Fahrzeug von Nico Standke hinten dran. Frank Schuster, Dritter hier im Moment. Wir müssen ja leider, Sie sehen das schon, es sieht alles ein bisschen unprofessionell aus. Wir haben leider kein TV-Tool hier. Das ist das große Problem. Und Frank Schuster also mit einer 1:14.816 im Moment hier mit der drittschnellsten Zeit. Dann haben wir Heiko Stritzke 1:15.115. 4000stel dahinter Oliver Kilian auf seinem Chevrolet Monza. Dann kommt der BMW 1 Turbo von Marc Ackermann 1:15.212. Dann, verehrte Zuschauer, jetzt muss ich mich leider entschuldigen, ich kann hier gerade auf meinem Übertragungsprogramm die Zeit nicht lesen. Ich hatte das versucht, leider ein bisschen besser einzurichten, aber ich kann sie einfach nicht lesen. Das klingt jetzt ziemlich dämlich, aber es ist einfach so. Lässt sich im Moment für mich nicht ändern. Trotzdem, die Position haben sie ja jetzt hier zu sehen bekommen, wie es im Moment ausschaut. Und Frank Schuster nach wie vor auf der 3, dann Heiko Stritzke 4., Oliver Kilian auf der 5, Marc Ackermann 6., ebenfalls auf dem M1 Turbo, Lars Kuhlmann steht gerade in der Box mit seiner Corvette, Detlef Breisig mit seinem Monster auch schon in der Box. 10 Minuten sind aber noch zu fahren, also da wird vielleicht ein bisschen am Setup geschraubt, denn da wird mit Sicherheit noch was kommen. Mal kommen auf dem Monster auf der 9. Peter Kilian aktuell auf der 10 mit der Corvette. Und vielleicht schalten wir nochmal ein bisschen auf die Perspektive hier nah am Motor dran, dass man sich mal anhören kann, wie diese, was diese Fahrzeuge hier für brachiale Sounds haben. Das kann man auch einfach mal genießen. Dazu muss man sagen, auch die Corvette, wenn man sie so hört, die ist noch relativ human und sonor in ihrem Klang, wenn man das so nennen kann. Also fast schon unauffällig hier im Fahrzeugfeld. Wenn man da mal schauen, vielleicht haben wir jemanden, der Capri Turbo beispielsweise, das ist dann schon eine ganz andere Geschichte. Da schalten wir mal hin und dann hören Sie sich mal den Sound von diesem Fahrzeug an. Der Wagen, der schreit tatsächlich wirklich den Asphalt in Grund und Boden. Wir gucken mal weiter, ob wir noch jemanden haben. Hier haben wir ebenfalls einen Capri Turbo. Also das macht auch wirklich Spaß, damit zu fahren. Jens Brettschneider auf einem Ford Mustang unterwegs.
interessanterweise im gleichen Design wie Nico Standke, obwohl die beiden keine Teamkollegen sind, aber man kann ja die Designs, also das sind Standarddesign der Fahrzeuge, einige sind hier mit Teamdesigns unterwegs, man konnte also sein Auto ja auch selber malen lassen oder selber malen, das hat man ja gesehen bei Marcel Schimmer eben schon mit diesem speziellen Design da drauf, das ist ein Standarddesign und die Fahrer, die also keine eigene Lackierung eingereicht haben, für die ist das kein Problem, es gibt genug Standard Designs, die sie auch wählen können und dann drückt man auch ein Auge zu, wenn dann mal versehentlich das gleiche genommen wird, also das ist nicht so wichtig. Nur wer natürlich seinen eigenen Skin hat, der sollte den auch benutzen, wäre auch ein bisschen sinnfrei, das nicht zu tun. Jens Brettschneider auf jeden Fall auf einem Mustang und da gehen wir auch nochmal auf diese schöne Kameraperspektive, die uns hier ein bisschen den Sound des V8 näher bringt. Das also mal auch kurz eine Lauschprobe zu dem Fahrzeug. Mal gucken, ob wir vielleicht auch noch jemanden mit dem Toyota Celica reinbekommen. Und so ist es. Sascha Misterfeld hier, der für das Team Green Sim Racing bei Engstler Motorsport unterwegs ist, zusammen mit Nico Standke. Der hat also den Toyota Celica gewählt. Und auch da springen wir nochmal kurz drauf. Wir nehmen mal diese Perspektive hier aus dem Cockpit. Da wurden noch ein paar schöne Kameras gebastelt, da können wir uns auch mal Sascha Misterfeld angucken, aber ich glaube nicht, dass der dieses ja, kleine Bild da drin jetzt unbedingt seinen Gesichtszügen entspricht. Ich lasse sie auch noch mal kurz mit diesen Geräuschen alleine. So klingt also das japanische Fabrikat hier im Feld. Und ja, Wolfgang Roller sehen wir gerade auf einem Mustang. Schauen wir noch, ob wir jemanden von den Pantera-Piloten vielleicht erwischen. Denn der De Tomaso Pantera hat auch einen sehr, sehr markanten Sound. Im Moment scheinen aber die Piloten alle in der Box zu sein. Thomas Weber nach wie vor an der Spitze mit seinem BMW M1. Auch das Fahrzeug. Ja, brüllt regelrecht, wenn man mal so richtig das Pedal durchtritt. Und Thomas Weber macht das momentan am besten. Ja, die Zeit wird langsam knapp für die Fahrer, also wer jetzt rausgeht, hat noch 3 Runden, um hier ein Qualifying zu fahren. Gilt auch für die restlichen Piloten, für mehr wird es nicht mehr reichen. Das heißt, Stefan Möbus, ja, wird der vielleicht seinen Teamkollegen nochmal einfangen können. Wir kriegen gleich die zweite Sektormessmarke angezeigt, da schauen wir mal, inwieweit er da nah dran ist. Sehen Sie mal das angezeigt? Oh, das sieht mir aus nach einer Verbesserung und zwar um 3 Zehntel schneller im zweiten Sektor als der Teamkollege. Ja, schiebt sich Stefan Möbus hier jetzt noch in den letzten Minuten an die Spitze. Jetzt nochmal alles rausholen aus den BMW M1. Und er fährt eine neue beste Runde, 1.14.204, und steht damit an der Spitze hier in diesem Qualifying. 3,5 Minuten vor Schluss. Ja, Thomas Weber, der hat gerade nochmal eine neue Runde gestartet. Das heißt, er ist nochmal ganz frisch draußen. Jetzt hängt er gerade hinter Marc Ackermann. Oh, da gibt es ein bisschen, ja,
Da kommt man sich so ein bisschen gegenseitig in die Quere. Frank Schuster auf dem BMW M1 Turbo auf der 4. Er für das Brakesman Racing Team unterwegs, zusammen mit Leo Kuhn. Leo allerdings etwas weiter zurück. Heiko Striezke, hat man schon gesehen, ist auf dem 5. Platz nach wie vor. Marc Ackermann auf dem 6. Für das Killer Bee Racing Team. Lars Kuhlmann in der Box. Peter Kilian auf der 8. Große Verschiebungen hat es jetzt nicht mehr gegeben. Detlef Breisig auf der 9. Mike Horn in der Box. Ralf Stingel ebenfalls. Robert Kruppert steht schon drin. Jochen Richter auf der 13. Ebenfalls in einem Capri Turbo unterwegs. Der Wagen übrigens der zweitlangsamste auf der Geraden, zusammen allerdings so mit Ford Mustang und Chevy Monza. 312 Stundenkilometer erreicht das Fahrzeug beim bis zum Bremspunkt hier auf der Langenstadt-Zielgeraden. Trotzdem die Corvette, die man vom Speed her ja eigentlich da vorne hin einsortieren würde, verhängt doch etwas weiter zurück. Das hängt wohl damit einfach zusammen, dass das Fahrzeug in den Kurven nicht unbedingt das beste Modell ist und seine wahre Stärke nur hier speziell auf diesem Stück ganz entfalten kann. Das ist für die Fahrer bitter, die natürlich hinter einer Corvette herfahren, weil in den Kurven sie vielleicht an diesem doch recht großen Fabrikat nicht vorbeikommen. Man darf ja auch die eigene Breite des Fahrzeugs nicht vergessen. Auto ist ja doch sehr, sehr voluminös durch die vielen Spoiler- und Aerodynamik-Bauteile. Und dann kommt man auf die Gerade raus und die Corvette tritt einfach das Pedal durch und weg ist sie. Also das ist dann schon ein bisschen frustrierend. Standke in der Box. Ja, eine Minute noch. Also wer jetzt nicht über die Linie geht, der kann es auch vergessen. Jürgen Dost ist da gerade wieder zurückgekehrt ins Fahrerfeld. Ist dann nochmal vom Server runter. Entweder runtergeflogen oder nochmal neu draufgekommen. Michi Grote-Klaas. Sieht auch schön hinten einmal draufgemalt. Gebrüder Löwenherz. Verzeihung, natürlich nicht König Löwenherz, sondern Gebrüder Löwenherz. Schriftzug. Ja, zusammen. Mit Tobias DD unterwegs. Die beiden mit den Löwenherz-BMWs. Da müsste auch der Teamkollege gerade vorne wegfahren. Schauen wir mal, ob wir ihn gerade reinkriegen. Ja, so ist es. Also die beiden orangenen BMW M1 Turbo. Ja, und Tobi DD kann das Auto einfach abstellen, denn in den 15 Sekunden jetzt kann er ganz bestimmt keine gezeitete Runde mehr fahren. Wer ist noch unterwegs? Frank Waschke in der Box, da kommt nichts mehr. Jan Pesler drin, Johannes Peiter drin, Mike Roller, Jürgen Dost, Oliver Herz. Das wird Patrick Dost gewesen sein, der da reingekommen ist. Damit blinkt er etwas sehr, sehr kurz auf. Daniel Plus auf der 28 in einem ganz schwarzen Ford Mustang. Fährt sich noch auf die 14? Na, wo ist er? Jetzt ist er rausgeflogen. Deswegen, hoffentlich haben hier nicht irgendwelche Fahrer noch einen Disconnect. Das wäre ganz, ganz bitter. Und Gerd Ackermann dreht sich mit seiner Corvette weg. Aktuell jetzt hier im Qualifying auf den 18. Platz gefahren. Und dabei wird es wohl auch bleiben. Ja, Zeiten wird hier keiner mehr fahren können. Nein, da stehen so ziemlich alle draußen. Daniel Plus ist ja noch auf einer Zeit und das wird nicht mehr reichen. In den nächsten 15 Sekunden ungefähr wird der Server weiterschalten. Und es ist Patrick Dost gewesen, Leo Kuhn nochmal rausgeflogen. Und Stefan Möbus holt sich die Pole Position hier. Na, in die Box können wir leider nicht reingucken und das ist die Kamera von innen des BMW M1 Turbo. Also schon mal Glückwunsch an Stefan Möbus hier zur Pole Position im ersten Qualifying. Also wir dürfen nicht vergessen, da kommt nochmal eins. Und jetzt geht's zum Start. Fliegender Start für die Fahrer. Wer sich so als erstes rausbildet, Thomas Weber holt sich den zweiten Startplatz. An Oliver Kilian der dritte, da stehen die Fahrer jetzt, reihen sich alle nach und nach auf. Mit dem Chevy Monza, Oliver Kilian auf dem dritten Platz. Und würde er zum Beispiel mit dem Fahrzeug jetzt auf den dritten Platz hier fahren, dann wäre er Sieger in diesem Rennen aufgrund des wesentlich besseren Multiplikators. Frank Schuster startet von der 4. Fünfter Startplatz
Hat sich nicht mehr geändert. Für Heiko Striezke. An der 6. Detlef Breisig. Siebter Startplatz Marc Ackermann. Lars Kuhlmann auf der 8. Ja, man hat das so bedingt zugelassen, dass man sich hier auch die Reifen aufwärmen darf mit diesem Geschlenker. Wer natürlich dabei jemanden abräumt, der kriegt richtig Ärger. Also da hat man schon im Vorfeld gesagt, da wird es richtig Strafen hageln. Wer jetzt hier bei so einer Aktion das Auto wegschmeißt und im schlimmsten Fall noch irgendjemanden erwischt. Peter Kilian auf der 9, also zwei Corvette-Piloten direkt hintereinander. Mike Horn, der nächste Monza-Fahrer, der ist noch in die Top 10 des beim Qualifying geschafft hat. Aber es gibt hier ja kein Top-Qualifying, das heißt, das spielt alles nicht so wirklich eine Rolle. Ralf Stingel, 11. Startplatz für ihn. Ein bisschen überraschend, muss ich sagen, den hätte ich etwas weiter vorne erwartet, auch wenn er nur mit dem Ford Capri unterwegs ist. Robert Kruppert, die nächste Corvette auf der 12. Dann der 13. Startplatz Jochen Richter in einem weiteren Capri Turbo. Nico Standke geht von der 14 ins Rennen. Von der 15 Marcel Schimmer. 16 Michael Grote-Klaas. 17. Jens Brettschneider. Gerd Ackermann auf der 18. Sascha Misterfeld von der 19. Tobi Dede von der 20. Wolfgang Roller von der 21. Frank Waschke 22. Jan Pesler 23. Johannes Peiter von der 24. Mike Roller von der 25. Oh, und da hat es ein Leck gegeben. Jürgen Dost mit Leck und da knallt der Oliver Herz rein. Uiuiuiui. Oh, das ist ganz bitter. Das ist direkt ein Schaden bei Oliver Herz, weil das Fahrzeug von Jürgen Dost geleckt hat und der scheint jetzt den Server verlassen zu haben. Ja, das Fahrzeug ist weg. Aber nichtsdestotrotz, wir springen jetzt an die Spitze hin, nämlich das Rennen wird gleich eröffnet. Und zwar Stefan Möbus gibt das Rennen frei. Und dann wird es ganz, ganz spannend. Wir schalten mal zu dieser sehr schönen Helikopterperspektive. Jetzt kommt nochmal The King. Die letzte Kurve, die aber ja dann während des Rennens auch voll gefahren wird. Und sternenweise schiebt man sich hinten mal enger zusammen. Oh, und Stefan Möbus gibt früh Gas. Und da kriegt der Teamkollege das ein bisschen spät mit. Thomas Weber verliert direkt den zweiten Platz. Oliver Kilian voll am Gas. Dahinter, es zieht sich ein bisschen auseinander. Wie sieht es hier hinten aus? Peter Kilian vorbei an Lars Kuhlmann. Aber wie läuft es an der Spitze? Marc Ackermann da spät auf der Bremse außenrum. Geht der da jetzt direkt noch an Heiko Striezke vorbei? Das wäre ja Wahnsinn. Thomas Weber drängt sich an Oliver Kilian wieder vorbei. Kilian leicht in der Wiese. Da kommt Frank Schuster. Jetzt kommt aber der nächste Rechtsknick. Eieiei. Ja, da gehen sie alle nochmal vorsichtig durch. Da Zweikampf Detlef Breisig direkt gegen Heiko Striezke. Und hinten muss sich immer noch Peter Kilian verteidigen. Ist jetzt aber erstmal auf der 8. Breisig hält sich zurück. Ja, greift dann doch nicht Heiko Striezke an. Und da kommt er etwas auf die Wiese. Und hinten gibt's einen Rempler. Ja, müssen wir bei der Kameraperspektive bleiben. Und da knallt. Ja, wer ist es gewesen? Einer der Monza-Piloten. Müssen wir schnell mal nach hinten durchschalten. Ach, Lars Kuhlmann rausgeflogen. Ist da abgeräumt worden. Und hier sieht man mal, wie eng das hier zugeht. Eieieiei. Schalten wir gleich mal hin, schauen wir gleich hin. Wir haben ja leider hier kein TV-Tool bei GT Legends, deswegen müssen wir uns da ein bisschen aushelfen mit etwas komplizierten Kamerawechseln etc. pp. Schauen wir nochmal schnell zur Spitze, wie es da ausschaut. Hier hat sich gerade mal etwas auseinanderklamüsert. Enge Sache hier vorne, allerdings zwischen den Teamkollegen Stefan Möbus und Thomas Weber. Weber hängt hinten dran, wird er einen Angriffsversuch setzen. Ja, die beiden scheinen sich nicht viel zu geben, auch wenn sie in einem Team sind. Das scheint da nicht groß eine Rolle zu spielen. Möbus steckt zurück, also lässt sich hier in der Crowthorn Corner erstmal nicht auf irgendein heftiges Gefecht ein. Und somit diese drei direkt hintereinander. Ja, Oliver Kilian, der kann immer nur hoffen, dass er im Windschatten sich hinten an diese beiden BMW M1 dranhängt und dann versucht, den besten Speed dabei rauszuholen. Frank Schuster mit einem gewissen Sicherheitsabstand. Oh, und Marc Ackermann, der war immer spät auf der Bremse unterwegs. Dahinter der Markenkollege Heiko Striezke auf dem CSL Turbo. Wie man mittlerweile übrigens sehen konnte, der einzige CSL jetzt in diesem ersten Rennen, der hier unterwegs ist. Oh, und hinten Dreher von, war das Möbus? Möbus hat sich rausgedreht.
Ja, wir haben keine Wiederholfunktion, aber Möwus fliegt raus. Ei. In der Clubhouse-Band hat er sich vertan, eventuell. Vielleicht hat er auch einen Rempler gekriegt, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall ehrlich gedreht, aber wenn er einen Rempler bekommen hätte, müsste eigentlich der Vorausfahrende irgendwo warten. Und das ist nicht der Fall. Also wahrscheinlich aus freien Stücken das Auto rausgedreht. Und jetzt erstmal der 8. Platz nur noch für den Pole-Setter. Robert Kruppert 9. Ralf Stingel auf der 10. Hat auch direkt mal einen Platz gut gemacht. Dahinter direkt Jochen Richter, ebenfalls im Capri Turbo. Dann Marcel Schimmer, dann Nico Stanke, Michael Grote-Klaas, Jens Brettschneider, Gerhard Ackermann, Sascha Miesterfeld, dann Tobi Dede auf der 18, Frank Waschke 19. Dahinter enger Kampf zwischen Jan Pesler und Johannes Peiter. Pesler vorbei, ja, Peiter auf dem Pantera unterwegs, damit ja doch relativ einfach einzufangen auf der Geraden vom Toyota Celica-Piloten. Dann Lars Kuhlmann. Auf der 22 ist er jetzt gelandet, nachdem er da angeschoben wurde. Holger T. 23, Daniel Plus auf der 24, Jürgen Dost auf der 25. Hoffen wir mal, dass bei dem sich die Lecks jetzt so gefangen haben. Nicht, dass das hier nochmal zu einem Crash kommt. Mike Roller 26, Wolfgang Roller 27. Also da auch familiäres Zusammensein. Patrick Dost auf der 28. Oliver Herz, da scheint eventuell der Rempler tatsächlich ein bisschen Schäden verursacht zu haben, auf der 29. Leo Kuhn 30. Und Mike Horn ist es gewesen. Also der SRSG-Fahrer, der hat da den Crash verursacht und geht da direkt auch vorbei an Leo Kuhn. Ja, der kann natürlich schneller mit dem Chevy Monster als die nächsten Vorausfahrenden. Das aber erstmal die Situation ausgefallen. Zum Glück noch kein einziger. Also erstmal alles gut gelaufen in der Richtung. Thomas Weber versucht sich abzusetzen von Oliver Kilian. Und hier oben werden die Lücken, oder hier vorne, werden die Lücken schon größer. Außer zwischen diesen hier. Marc Ackermann, dann Heiko Stritzke und dann Frank Schuster. Dann kommt der leichte Abriss hin zu Detlef Preisig. Und Gerhard Ackermann, nein, Peter Kilian ist es, Verzeihung, Stefan Möbus kommt da natürlich schon wieder ran. Der wird da auch bestimmt wieder einen Angriff setzen. Und wir gucken mal in die Perspektive hier von Heiko Stritzke. Da haben wir natürlich auf der Beifahrerseite jetzt wunderbar diesen Scheibenwischer dazwischen. Das ist vielleicht nicht so gut, aber wir gehen mal mit der Kamera durch. Gucken mal nach hinten, wie das hinten über den Flügel aussieht. Da sieht man das Fahrzeug von Frank Schuster. Aber da hängt uns der Spoiler doch ein bisschen arg dazwischen. Gibt uns die Möglichkeit, die Kamera wieder nach vorne zu schalten. Es geht hier im Moment leider etwas langsam. Und das also die Perspektive. Wenn Sie sich also mal auf den Beifahrersitz hier dieses CSL Turbo setzen würden, so sieht das dann aus, wenn hier Rennen gefahren wird. Sie haben einen wunderbaren Scheibenwischer im Bild. Das lassen wir dann auch mal weg. Haben hier ja leider keine Funktion. Also GT Legends unterstützt weder das Wetter, also Regen, kann man schon von ausgehen, dass es keinen geben wird. Und Scheibenwischer werden auch nicht simuliert. Einzig und allein Scheinwerfer kann man an- und ausschalten. Und Angriff von Heiko Stritzke gegen Marc Ackermann. Oh, und kontert da jetzt Ackermann nochmal. Stritzke war da etwas später auf der Bremse. Und Ackermann macht das ganz geschickt. Aber noch ist die Sache nicht vorbei. Stritzke wehrt sich, aber das hat nicht gelangt. Also, Heiko Stritzke, schöner Angriffsversuch von ihm, aber auch richtig schöne Verteidigung von Marc Ackermann. Das war mal richtig schönes Racing zwischen den beiden. Also, die haben hier ihren Spaß bei dem Kampf um den letzten Podiumsplatz. Kilian scheint da vorne ein bisschen jetzt doch nicht mehr hinterherzukommen. Sieht schwierig aus. Aber Ackermann unter Druck. Einer der engsten Kämpfe hier bisher. Wir müssen ab und zu mal einen Blick drauf werfen, wie es mit den Runden aussieht, denn wir haben auch keine Rundenanzeige. 26 Runden sind insgesamt, davon gehört ja auch die Einführungsrunde dazu. Hinten überall ein paar Wagenlängen Abstand. Jetzt wird's spannend. Was kann der CSL Turbo hier auf der Geraden reißen? Der ja das schnellste Fahrzeug. Kann jetzt vielleicht Heiko Stritzke wieder angreifen. Da sieht man das. Im Windschatten kommt der Wagen zwar ran, aber das wird nicht reichen. Nein, beim Anbremsmanöver reicht das nicht. Und Ackermann innen gewesen, hat die Innenlinie genommen, wollte verteidigen. Jetzt außenrum wird schwierig. Stritzke daneben. Jetzt scheint er vorbeizugehen. Ja, Heiko Stritzke vorbei. Ja, aber Ackermann verteidigt wieder, wacker, aber nein, doch nicht. Jetzt hat es nicht gelangt. Also Heiko Stritzke beim zweiten Versuch vorbei am BMW M1-Piloten. Und damit erstmal hier der Platz. Uiuiuiui. Und Ackermann, der wirkt da mal sehr, sehr spät auf der Bremse innen, kommt da wieder direkt dran.
Ja, aber damit erstmal dieser Positionstausch. Jetzt die Frage, kann Frank Schuster es Heiko Stritzke gleich tun oder wird es erstmal dabei bleiben? Detlef Preisig im Chevy Monster nach wie vor hinten dran. Ja, der ist hier so ziemlich mit dem langsamsten Fahrzeug irgendwie ziemlich eingeklemmt zwischen BMW 1 Turbos und der Corvette von Peter Kilian. Und Stefan Möwes tut sich schwer, da wieder vorbeizukommen. Was ist da bei Stefan Möwes los? Ja, im Rennen ist das immer alles nochmal eine etwas andere Geschichte, sich auf die ganzen Verhältnisse einzurichten. Im Gegensatz zu den paar schnellen Runden, die man im Qualifying fahren kann. Vielleicht versucht er jetzt auch die Situation eher zu nutzen und die Reifen ein bisschen zu schonen. Wäre auch eine Möglichkeit. Denn diese 25 Runden, die man dann wirklich im Renntrim fährt, die hauen dann schon richtig rein hier auf die Pneus. Und er im Moment auf der 9 und da fährt ein Fahrzeug ganz, ganz langsam. Das wird der Jürgen Dost sein. Das sieht mir nach einem leckenden oder stehenden Fahrzeug von Jürgen Dost aus. Ist der Wagen noch da oder ist er jetzt schon vom Server geflogen? Dann ist Peiter, Wolfgang Roller, Mike Horn, guck mal durch, Patrick Dost, Jürgen Dost, auf der Start-Zielgeraden steht das Fahrzeug und leckt. Und da sieht man mal die Geschwindigkeiten, wie die Fahrzeuge teilweise mit 300 vorbeigeschossen kommen. Ja, das war jetzt nicht ganz unerwartet. Der hat jetzt endgültig einen Disconnect erlitten. Zwischendurch schon die Lecks gehabt und jetzt steht er, muss man sagen, zum Glück da auf der Start-Zielgeraden. In der Kurve wäre das viel, viel gefährlicher, wenn der da steht und plötzlich reihenweise Fahrzeuge reinknallen. Bittere Pille für Jürgen Dost. Ja, der Erste, der sich hier aus dem Rennen verabschieden muss. Und das dann durch so einen Grund, das ist ganz bitter. Oliver Kilian, ja, der hält sich da immer noch hinter Thomas Weber, aber der Abstand wird größer und größer. Marc Ackermann wieder vorbei an Heiko Stritzke. Ja, da schaltet man einmal zurück und da verliert der BMW CSL Turbo-Pilot direkt wieder seine Position. Und da steht immer noch das Fahrzeug von Jürgen Dost. Ja, wann nimmt denn der Server den Wagen mal darunter? Jetzt wieder Angriffsversuch auf ein neues von Heiko Stritzke. Ja, und jetzt muss er gucken, dass er das mit der Bremse gut erwischt. Sonst hat er nämlich gleich Marc Ackermann in der nächsten Kurve wieder neben sich. Aber jetzt scheint es Stritzke zunächst erstmal geschafft zu haben. Ja, wie lange wird das klappen? Eine interessante Kameraperspektive. Wir sehen also hier in dem M1 Turbo, dass man sich da jetzt mit dem Armaturenbrett nicht unbedingt viel Mühe gegeben hat. Da klemmen tatsächlich nur so ein paar Anzeigen auf einem Brettchen am Gestänge und das ist es dann gewesen. Und Stritzke leicht ins Rutschen schon gekommen mit dem CSL. Ja, der muss mit der Traktion immer höllisch aufpassen. Er hat es vorhin gesagt, er fährt hier teilweise Kurven, wo die anderen alle runterschalten. Bleibt der im dritten Gang, weil er sonst beim Gasgeben einfach nicht vorankommt, weil die Räder durchdrehen. Yeah. Aber jetzt auf der Geraden dürfte Marc Ackermann keine guten Karten mehr haben. Der CSL Turbo dann doch vielleicht eben das Stückchen zu schnell und Frank Schuster hängt da hinten dran. Diese Zweikämpfe sorgen auch dafür, dass die Verfolger nie wirklich abreißen können. Die müssen hier immer noch, aber da steht immer noch der Wagen von Jürgen Dost. Die hatte Jürgen Dost eventuell einen Disconnect und fährt aber bei sich noch rum und sieht die Fahrzeuge einfach nicht. Das gibt's auch. Bei solchen Simulationen, wenn es da zu Internetproblemen kommt, das treibt schon manchmal ganz merkwürdige Blüten. Und Stefan Möwes nach wie vor auf der 8 dran an dieser Corvette. Ja, das ist ganz bitter. Der kommt nicht an dem amerikanischen Fabrikat von Peter Kilian vorbei. Und was will der auf der Geraden gegen dieses Monstrum ausrichten? Der Peter Kilian denkt sich nach, dann bleib du mal hinter mir auf der Geraden, kannst du eh keinen Stich setzen. Zumal er mit der Corvette immer noch Windschatten von dem Chevy Monster von Detlef Preisig bekommt. Und dann sieht man mal, wie eng das jetzt hier so ganz allmählich wird. Aus der Sicht von Peter Kilian, wo man sieht, der hat diesen großen Powerdome nicht auf der Haube. Da geht die Motorkühlung eher rein. Also etwas verschieden konstruiert auch diese Corvette stellenweise. Also sehr schön, dass man sich da bei diesen GTX-Modellen so viel Mühe beim Detailreichtum genommen hat. Und Patrick Dost offenbar auch mit Disconnect. Das ist ja nicht zu fassen. Nein, da fährt der Wagen wieder. Oh, das ist aber ganz, ganz gefährlich, Jungs, wenn ihr solche Lecks habt. Da sieht man schon, dass die Fahrer dann ausweichen müssen. Und das geht bei so einem Auto auch mal ganz schnell schief, wenn man da die Lenkung verreißt. Eieieiei. Wenn das mal gut geht. Oh, Ackermann mit Fehler. Nee, der fährt das sehr weit innen durch. Da war eher Frank Schuster ein bisschen spät auf dem mittleren Pedal.
Oh, und Preisig mit einem wilden Drift. Oh, wenn das mal gut geht, Wagen kommt in die Wiese. Ui, und er kriegt das Fahrzeug gerade noch kontrolliert. Ja, das ist der Vorteil vom Chevy Monza. Der lässt sich eigentlich ganz gut kontrollieren. Ja, ich sag eigentlich, da ist er wieder ins Rutschen gekommen und die Böschung hat ihn aufgefangen. Glück im Unglück, der hätte auch locker mal einen Abflug über die Böschung in den Zaun oder am besten noch abseits der Strecke hinlegen können. Ja, damit der 8. Platz für ihn, Stefan Möbus und Peter Kilian, Peter Kilian vorbei. Und der verteidigt hier ganz wacker und zieht das auch locker durch. Ja, schon Überrundung, Oliver Herz wird da jetzt gerade durchgereicht. Ja, und Heiko Striezke kann sich bei Weitem nicht ausruhen. Ackermann, der nutzt den Windschatten. Gibt's da jetzt wieder einen Gegenangriff? Ackermann außen daneben, gleiche Höhe die beiden. Striezke verteidigt innen, er darf nicht zu weit rauskommen. Oh, da kommt der BMW leicht quer, titscht da mal die Seite von Ackermanns M1 an. Aber das hat noch geklappt. Uiuiuiui. Ah, die behaken sich aber richtig, die zwei hier. Wir müssen mal ganz kurz hier auf zurückspringen. Wir müssen uns nämlich mal anschauen, wie viele Runden die Fahrer hier haben. Da sind wir im Moment in der 10. Runde, beziehungsweise die 11. Runde ist also noch nicht mal Rennhälfte rum. Wie gesagt, Verzeihung, dass das optisch jetzt so ein bisschen merkwürdig gehandelt werden muss. Wer die GTL-Streams in der Vergangenheit verfolgt hat, ja, so aus Zeiten der 2-Liter TCC-Serie oder auch der Trans-Am-Serie, die ja hier in der GTL bei der Races League schon gefahren wurden. Man lässt sich immer wieder was Neues einfallen. Da musste das ja leider auch so gehandhabt werden. Wie sieht es weiter vorne aus? Oliver Kilian, sieht er den M1 von Thomas Weber überhaupt noch? Na, nicht so wirklich. Also hier ganz am Ende der Geraden. Weber also ganz klar fährt hier vorne weg. Leo Kuhn ausgefallen. Der hat das Auto abgestellt. Warum? Das wissen wir nicht. Patrick Dost, ja, Probleme durch den Leck, aber jetzt geht's erstmal wieder. Aber wir haben vorhin bei Jürgen Dost gesehen, was da passiert ist. Der kann jetzt nur bangen, dass das bei ihm jetzt durchhält für den Rest des Rennens. Und er ist schon einmal komplett überrundet. Also der hat da irgendwie durch den Leck, den er hatte, mal eine ganze Runde verloren. Mike Roller in seinem Ferrari auf der 27, Jan Pesler im Celica 26, dann Tobi Dede, der Löwenherz-Pilot, scheint hier mit dem M1 noch überhaupt nicht zurechtzukommen, auf der 25 nur unterwegs. Wolfgang Roller für das Team HSK Woll Sauerland Rennsport unterwegs. Also bei der Suche nach dem längsten Teamnamen hat er zusammen mit Mike Roller definitiv den Jackpot gegriffen. Und Johannes Peiter hier im Zweikampf mit Holger Thie. Peiter, der schnellste auf dem De Tomaso Pantera. Bei dem sagt man, dass das Fahrzeug wohl speziell bei den Reifen eine sehr angenehme Angelegenheit sein soll. Also der könnte zum Ende hinaus vielleicht noch ein paar Trumpfkarten in der Hand haben. Im Moment tut er sich aber schon schwer genug an dem... da sehen wir einen... Wer ist es? Frank Waschke. Oh, und da fährt er auf die Strecke zurück und über... Das darf ja nicht wahr sein. Ralf Stingel ausgefallen. Jetzt fallen sie alle aus. Patrick Dost draußen. Ralf Stingel, das muss gerade erst passiert sein. Frank Waschke draußen und Tobi DD. Ja, was macht der Frank Waschke denn da? Oh, das ist ja nicht zu fassen. Da wendet der einfach mal mitten in den Verkehr. Der BMW M1 von Tobi DD scheint noch zu fahren, aber ja, da ist jetzt jegliche Aerodynamik dahin. Der muss jetzt erstmal Thomas Weber durchlassen, aber das ist ja ganz, ganz bitter. Da wendet Waschke mit seinem Celica einfach mal mitten in die Strecke rein und wir sehen, was passiert, wenn so ein 750 PS BMW vorne keinen Spoiler mehr hat. Oh, das bedeutet für Tobi DD, das Auto in die Box schleppen. Oh, das ist ärgerlich. Also da muss sich wahrscheinlich Frank Waschke nach diesem Rennen oder spätestens nach dem Event hier heute Abend mal ordentlich was anhören müssen. Und Tobi DD fährt weiter, der denkt jetzt auf der Geraden, ist mir doch wurscht. Aber das schauen wir uns mal an, ob das jetzt gut geht. Hinter ihm tauchen jetzt der dritte, vierte und fünfte Platz hier drauf. Da kommen... Nein, Marc Ackermann fehlt uns da. Ja, was ist hier denn passiert? Oh, und Tobi DD, der bringt diesen ramponierten BMW irgendwie über die Strecke.
Ja, Junge, du musst aber die Verfolger auch durchlassen. Du musst aufpassen, wie überrunden dich jetzt alle. Nicht, dass er hier noch in den Zweikampf eingreift. Schon mal weiter, Mike Roller, also 24. jetzt. Jan Pesler auf dem Celica 23. Wolfgang Roller 22. Peiter auf der 21. Ja, der musste eben verzögern, weil da das Fahrzeug von Frank Waschke stand. Holger Thier auf der 20. Gerd Ackermann 19. Mike Horn 18. Platz bei ihm. Ja, der kam nicht mehr wirklich jetzt zurück, nachdem er da diesen Unfall relativ früh mit Lars Kuhlmann hatte. Daniel Plus auf der 17. Sascha Niesterfeld auf der 16. Lars Kuhlmann auf der 15. Und der hat aufgeholt Richtung Jens Brettschneider und Michael Groteklaas. Hey. Meine Güte. Das ist also wirklich mal der erste richtig große Crash gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass da eventuell Ralf Stingel mit Patrick Doss zusammengeknallt ist, weil ja das Fahrzeug von Patrick ja eben schon mal einen sehr starken Leck hatte. Jetzt gab es mal einen Angriffsversuch von Lars Kuhlmann gegen Jens Brettschneider, aber das ist noch nicht geglückt. Wir bleiben mal mit der Kamera jetzt hier on board bei Lars Kuhlmann. Der muss ja eigentlich nur auf der Geraden möglichst nah dranbleiben. Der hat einen Vorteil von ca. 10 km/h ohne Windschatten mit der Corvette gegen den Ford. Aber der Ford hat den BMW vorne. Der kann sich da also auch noch ein bisschen was rausholen. Und da gibt es ja noch diesen Simulationsaspekt, wenn jemand nah hinten dran ist, dann wird auch der Vordermann etwas schneller. Also es kann sein, dass dieses Dreierpaket jetzt schlichtweg einfach mit gleichem Speed auch über diese Gerade donnert. Schauen wir uns das mal an. Oh, da kam aber Kuhlmann jetzt besser raus mit der Corvette. Ei, und das wird es jetzt gewesen sein. Na, ha, da hängt aber Brettschneider im Windschatten vom BMW. Da verhungert der Lars Kuhlmann da auf der langen Geraden. Ach, der wird sich doch in den Hintern beißen. Der wird sich doch hoffen. Ach komm, Michael, zieh doch einfach mal mit raus. Bitte, bitte, bitte. Ja, das hat schon Nesca-Verhältnisse. Wenn da im Windschatten rausgezogen wird und der Rest vom Feld macht nicht mit, dann verhungert man da auch mal ganz erbärmlich und voll im Wind. Oh, und da ist wieder der Teamkollege von Michael Groteklaas. Oh, und Angriffsversuch von Brettschneider. Da, der hat aber direkt zurückgesteckt. Das konnte nicht glücken, das konnte nicht funktionieren. Können wir denn da hinten rausgucken? Ne, können wir nicht. Also der Motor da vom BMW M1. Ja, so ziemlich das einzige Mittelmotorfahrzeug, das je von BMW gebaut worden ist. Im Endeffekt ja auch die GmbH gegründet hat, dem heute alle die Sportversion von BMW fußen. Da sieht man gar nichts, wenn man da hinten rausguckt. Deswegen hat der Wagen auch in der Mitte keinen Rückspiegel, bringt ja nichts. Man guckt da einfach nur in die Seitenspiegel. Und was ist da bei Brettschneider passiert? Da ist man einmal mit der Kamera hier vorne beim BMW und da ist Kuhlmann vorbei, aber da muss bei Brettschneider Schlimmeres passiert sein. Und jetzt kann Kuhlmann natürlich wunderbar angreifen. Steckt aber nochmal zurück. Also traut sich da nicht, sich daneben zu setzen. Schöner Zweikampf zwischen den beiden. Wir gehen trotzdem weiter nach vorne. Nico Standke nicht verwirren lassen. Das ist nicht der Teamkollege von Jens Brettschneider, sondern eher Teamkollege von Sascha Niesterfeld. Fährt nur jetzt vielleicht wahrscheinlich auch etwas versehentlich im gleichen Skin durch die Gegend. Robert Kruppert auf der 11. Oh, und da ist Jochen Richter sehr langsam in seinem Capri Turbo. Kommt da offenbar gerade von der Wiese zurück. Marcel Schimmer vorbei. Und was ist da mit dem Capri Turbo bei Jochen Richter los? Irgendwas funktioniert da nicht. Der wirkte gerade sehr langsam. Ja, hat mich getäuscht. Nee, alles in Ordnung. Noch ein Richter wieder in voller Fahrt unterwegs. Alles im grünen Bereich. Meister Schimmer dadurch auf der 9. Ackermann auf der 8. Da ist Marc Ackermann gelandet. Ja, was zum Geier ist denn bei dem BMW-Piloten hier passiert? Marc Ackermann. Vorhin noch auf der 3 unterwegs gewesen im heftigen Zweikampf mit Heiko Strietzke. Und jetzt ist der Killer Bee Racing-Pilot nur noch auf der 8 zu finden. Detlef Breisig, 7. Peter Kilian 6. Da hat sich nichts getan. Stefan Möbus ist da vorbeigegangen. Auf der 5 jetzt. Ist also irgendwann dann doch an Peter Kilian vorbei. Hat es dann noch und hat es dann irgendwann geschafft. Marc Ackermann ja zurückgefallen. Und jetzt ist er dran an Heiko Strietzke und Frank Schuster ist da durch. Ja, was ist denn da los? Oliver Kilian auf der 2. Thomas Weber weiter vorne. Und Frank Schuster hat aufgeholt zu Oliver Kilian. Ich könnte mir fast vorstellen, dass Kilian da einen leichten Ausrutscher hatte. Wenn wir mal schauen, ja, da liegen jetzt so gut 10 Sekunden zwischen ihm und Thomas Weber, der gerade vorne auf Johannes Peiter aufläuft, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja,
wird da der zweite Platz, verliert da eventuell Oliver Kiel ja noch den zweiten Platz hier im Rennen. Also Frank Schuster im Moment doch spürbar schneller unterwegs. Wir gehen nochmal kurz auf die Ansicht, wie viele Runden wir jetzt hinter uns haben. Wir sind in der wo sind wir? Verzeihung, jetzt bin ich bei den Plätzen drin. Auch etwas ungewohnt, so durch die Runden zu schalten. Ja, und das wird uns hier etwas merkwürdig angezeigt. Normalerweise wird da eine Runde angezeigt, keine Position. Etwas merkwürdig gerade. Verzeihung in der Richtung. Müssen wir jetzt irgendwie mal so ein bisschen hoffen, dass das hinhaut. Mal gucken, ob wir das mit dem Durchzählen hier lösen können. Ist leider bei mir gerade kaum machbar, muss ich zugeben. Ich habe hier eine sehr, sehr schlechte Kamera, sehr schlechte Bildübertragung, also Verzeihung in der Richtung. Ist für mich auch etwas verwunderlich. Das lief eigentlich wunderbar zu Beginn des Streams, aber wie das so ist, wenn das erste Mal startet hier alles, dann irgendwie kann es nie richtig rund gehen. Wir werden uns also vielleicht ein bisschen überraschen lassen müssen, wann hier das Rennende kommt. Und ja, Thomas Weber nach wie vor an der Spitze. Frank Schuster vorbei an Oliver Kilian. Da kommt mir nichts, dir nichts, das Überholmanöver. Hat da Kilian eventuell die Hinterreifen überansprucht? Oliver Kilian, der tendiert immer gerne dazu, das Auto ein bisschen im Drift zu bewegen. Das ist vielleicht hier nicht so ganz die optimalste Fahrweise gewesen. Und wird da von Frank Schuster mir nichts, dir nichts überholt? Jetzt laufen die beiden auf Jan Pesel auf, den sie gleich überrunden müssen. Heiko Striezke hat nach wie vor Stefan Möbus im Nacken. Peter Kilian auf der 6. Detlef Preisig. Dann kommt der erste große Abriss, also richtig großer Abriss hin zu Marc Ackermann. Das zieht sich dann weiter durch zu Marcel Schimmer. Der ist unter Druck von Jochen Richter und Robert Kruppert schaut sich das Ganze auch noch von hinten an. Kruppert zusammen ja mit Lars Kuhlmann für das Elbe-Donau-Racing-Team unterwegs, die beide ja auf Corvette. Nico Standke 12. Ja, und gerade angesprochen Lars Kuhlmann hinten dran. Brett Schneider, Mike Horn, Daniel Plüss. In seinem schwarzen Ford Mustang, Sascha Misterfeld 17. Gerd Ackermann 18. Da hat es keine großen Veränderungen mehr geben. Michael Goteklaas auf der 19. Holger T. 20. Wolfgang Roller jetzt auf der 21. Der hat sich so allmählich mal ein bisschen vorschieben können. Jan Pesler auf der 22. Der wird da jetzt schon ein paar Fahrer überrunden lassen müssen. Mein Johannes Peiter hinter ihm, das ist aber ein direkter Zweikampf. Also Pantera gegen Celica. Zweikampf, wie wir ihn sonst noch nicht auf der Strecke gesehen haben. Ja, aber was soll der Johannes Peiter mit dem Pantera auf der Geraden machen? Der kann da nur zugucken, wie die alle von ihm davon fahren. Aber mal schauen, das Rennen ist noch nicht vorbei. Mike Roller, 24. Oliver Herz, 25. Tobi DD hat den Wagen reparieren lassen, aber dreht sich gerade nochmal. Jetzt darf er nicht den gleichen Fehler machen wie Frank Waschke. Oh. Tobi, das ist eine ganz, ganz ungünstige Ecke, wo du da stehst. Und versucht irgendwie eine Linie freizuhalten beim Wenden. Ja, und geht da weg. Ja, das ist nochmal alles ganz gut ausgegangen. Ah. Oh, da ist aber mehr kaputt. Da ist irgendwo mehr kaputt. Gibt Gas, das Auto dreht sich sofort weg. Also das würde mich nicht wundern, wenn der das Rennen jetzt beendet. Ah, nee, fährt noch weiter. Hinter ihm. Ralf Stingel ausgefallen, Leo Kuhn draußen. Und dass die Fahrer, die jetzt ihr Fahrzeug noch in der Box stehen haben, also wir hatten ja schon Jürgen Dost und Patrick Dost auch draußen.
Und Thomas Weber dreht eisern seine Runden. Und ich werde nochmal einen Versuch starten, ob ich sie darüber aufklären kann, was für wie viele Runden wir haben. Acht, neun, zehn, elf. Ja, 23. Runde ist es jetzt bei Thomas Weber, also bald sind wir durch. Also Verzeihung in die Richtung, aber das ist die einzige Lösung, die es für mich gerade gibt. Ihnen so mitteilen zu können, wie viele Runden wir haben. Also Thomas Weber geht jetzt gleich über die 23. Runde drüber. Drei Runden sind es noch für ihn. Frank Schuster vorbei an Olli Kilian, aber die Sache ist noch nicht vorbei. Heiko Stritzke auf der 4 unter Druck von, nach wie vor unter Druck von Stefan Möbus. Peter Kilian, da ist schon etwas Abstand. Detlef Preisig, ja, jetzt sind gerade die Fahrer schon mitten in den Überrundungen in Begriffen. Nach 4,1 Kilometern, so lang die Strecke ja hier ist. Wenn man da ein paar Mal Fehler baut bei den Geschwindigkeiten, da ist das schon mal ganz schön schnell rum, dass man mal von jemand anders überrundet wird. Marc Ackermann, der ist weit weg, das schau sich mal an, der kommt hier erst durch The Kink, letzte Kurve hindurch, kommt jetzt über die Kuppe und der vorausfahrende Detlef Preisig, der geht schon in die erste Kurve hinein. Also was da schiefgelaufen ist, wir wissen es nicht. Marcel Schimmer aktuell jetzt immer noch 9., Jochen Richter auf der 10., Robert Kruppert auf der 11. Die drei fahren ein relativ entspanntes Ding hintereinander her. Mike Horn auf der 12. hat sich wieder ganz gut vorarbeiten können nach dem Crash mit Lars Kuhlmann. Ins Brettschneider 13., angesprochen Lars Kuhlmann auf der 14. Der muss aber einen Fehler gemacht zu haben. Der muss da, war da vorne vorher bei denen noch mit dabei. Daniel Plus 15., Tobi DD ist dazwischen, nicht verwirren lassen. Sascha Misterfeld 16., ja, der Unfall von DD hat ihn natürlich einen Platz nach vorne gebracht. Nico Stanke 17., beiden Teamkollegen hintereinander, wie ihr sehen kann, Misterfeld und Stanke. Dahinter kommt gerade Thomas Weber zum Überrunden an, der hat jetzt seine 24. Runde hinter sich. Gerd Ackermann auf der 18., gefolgt von Holger Thie. Die Top 20 schließt im Moment Wolfgang Roller ab. Dann Pesler auf der 21. Weiter auf der 22. Ja, die waren auch mal enger beieinander. Also bei Johannes Peiter. Der hat jetzt noch ein paar einsame Schlussrunden für sich. Mike Roller, 23. Michael Groteklaas auf der 24. Der Teamkollege von Tobi DD, das war gar nicht Tobi DD eben dazwischen, das war Michael Groteklaas. Ja, was ist denn da passiert? Da ist vorne rechts eine gewaltige Beule im Auto. Oh, und er wird gleich von Sascha Misterfeld überrundet. Heiliger Bimbam, was ist denn beim Gebrüder Löwenherz-Team los? Ein Rennen zum Vergessen für die beiden BMW M1-Piloten im orangenen UPS-Design. Oliver Herz, 25. Da haben wir Tobi DD. Eieiei, die werden richtig fluchen nach dem Rennen. Oh, und Tobi DD wäre da beinahe. Oliver Herz hinten reingeknallt. Jetzt muss er aufpassen. Marc Ackermann muss er da durchwinken. Ja, kein Problem. Der ist durch. Und Ralf Stingel draußen. Ja, was ist bei dem passiert? Leo Kuhn draußen. Unser Übertragungswagen natürlich draußen. Und Weber. Da muss jetzt Sascha Misterfeld vorbei. Frank Schuster setzt sich ab von Oliver Kilian. Also Kilian kommt jetzt nicht mehr hinterher. Heiko Stritzke auf der 4 und hier der harte Zweikampf zwischen Stefan Möbus und Heiko Stritzke. Oh, wenn das mal gut geht. Das sah so aus, als würde Möbus da schon ein bisschen anschieben. Ja, und hat auch erstmal ein bisschen wieder zurückstecken müssen, weil das Auto auf der Hinterachse unruhig wurde. Huiuiui, das ist aber schon ziemlich arg, wie der da am Kämpfen ist. Trotzdem Sprung mal gerade hin zu Thomas Weber. Ist der schon in der letzten Runde? Die Runden gehen hier sehr, sehr schnell rum.
Nein, noch nicht. Eine Runde ist es noch. Oder? Nein, er bremst. Bremst er runter? Sieht so aus, ja, das Rennen ist durch. Also wird ja leider auch nicht angezeigt. Also Glückwunsch an Thomas Weber zum Sieg hier heute Abend. Erstes Rennen der neuen GRM-Serie der Racers League. In GTL hier auf Kyalami ist zu Ende und Thomas Weber holt sich den Sieg. Frank Schuster wird Zweiter. Glückwunsch auch an ihn. Er von der 4 losgestartet. Bestes, ja, er hat somit das beste Ergebnis hier vorne im Feld einfahren können. Oliver Kilian zwischenzeitlich durch den, ja, Fehler, den da Stefan Möbus sich anscheinend geleistet hat. Er nach vorne gekommen, hatte da ersten Platz verloren, jetzt wieder auf der 3 gelandet. Zum Schluss noch von Schuster überholt worden. Heiko Stritzke rettet den 4. Platz gegen Stefan Möbus. Mit Ach und Krach hat sich da am Ende sehr, sehr stark verteidigen müssen. 5. Platz geht an Stefan Möbus. Der Pole-Setter hat sich da also vom 8. Platz nochmal nach vorne retten können. Detlef Breisig wird 6. Also der Chevy Monza entgegen seines verhältnismäßig großen Multiplikators ziemlich gut dabei. Wobei man natürlich auch nicht vergessen darf, Detlef Breisig und Oliver Kilian sind ausgesprochen schnelle Fahrer. Das kommt also auch nicht von ungefähr. Peter Kilian wird 7. Auch der wird sich über diese Position mit Sicherheit freuen. Marc Ackermann, bei dem sieht es anders aus, der wird eher nicht so glücklich sein, war da mal relativ weit vorne dabei, hat sich da gut reinfahren können, zwischenzeitlich ja toller Zweikampf mit Heiko Stritzke und dann, ja, muss es irgendwo für ihn mal abseits der Strecke gewesen sein. 8. Platz für ihn auf der 9. Marcel Schimmer, der von der 15 ins Rennen gegangen ist, also der hat auch ein super Ergebnis hier im ersten Rennen geschafft. Da wird er auch sehr glücklich drüber sein. Der ist eigentlich immer mit ziemlich viel Ängsten und Zweifeln in die Rennen gegangen. Oh, und da ist ein Löwenherz-BMW mit Oliver Herz zusammengestoßen. Jochen Richter auf der 10. Der komplettiert die Top 10 des ersten Rennens. Gehen wir noch weiter durch. Robert Kruppert, 11. 12. Mike Horn, 13. Platz. Jens Brettschneider auf der 14. Lars Kuhlmann. Daniel Plus wird 15. Sascha Misterfeld, 16. Nico Standke auf der 17, Holger Thie auf der 18, Gerd Ackermann wird 19. 20. Platz an Wolfgang Roller, ja, da schieben sich die Autos alle ein bisschen quer zusammen. 21. Platz Jan Pesler, 22. Johannes Peiter, 23. wird Mike Roller, 24. Platz für Michael Grote-Klaas, ja, da weiß das Auto hier in der Simulation nicht mehr ganz wohin. Oliver Herz, 25. Tobi Didé, 26. ausgefallen, Ralf Stingel, Leo Kuhn, Jürgen Dost und Patrick Dost, die beiden haben den Server allerdings verlassen. Ja, und wenn sich jetzt welche hier beim Zuschauen fragen, was machen die denn da, dass die so in der Box stehen? Man muss da nochmal eine extra Einstellung machen, dass die künstliche Intelligenz das Auto nicht in die Box fährt. Und ja, wer das vergessen hat, das gibt dann ein totales Elend. Und jetzt kommt also der Wechsel erstmal. Nächste Strecke nicht verwirren lassen. Der Server startet jetzt im Endeffekt nochmal mit dem Qualifying neu. Das muss man hier dann so erledigen. Geht leider nicht anders. Und bis wir ins Qualifying wechseln, lasse ich sie mal kurz mit dem Bild alleine. Wir sind dann gleich wieder zurück. Ja, man sieht, die Fahrer kommen jetzt alle nach und nach wieder drauf. Da steht noch nächste Session Qualifying. Man wartet also, bis die Fahrer hier in der Session drin sind. Und dann wechselt man weiter. Das ist also das System hier. Spannendes
Erstes Rennen haben wir direkt gesehen. Thomas Weber vorne, dominant vorne weggefahren. Aber am Ende Frank Schuster nochmal Oliver Kilian den zweiten Platz streitig gemacht. Und ja, wir können gespannt sein, was die Fahrer jetzt hier im zweiten Rennen zeigen werden. Speziell, weil einige Piloten ja jetzt auf anderen Autos unterwegs sind. Wir gucken uns das direkt mal an. Und schauen mal, wie es so ausschaut. Nicht alle Fahrer sind noch nicht da. Ja doch, da kommen sie so. Alle Fahrer, die gewechselt haben, kommen jetzt. Also Jochen Richter nach wie vor auf dem... Ja, hier sehen wir es gerade ein bisschen ungünstig. Hier haben wir es gerade Thomas Weber nach wie vor auf dem M1 Turbo. Ralf Stingel auch im Capri. Daniel Plus hat den Mustang behalten. Michael Grote-Klaas auf dem BMW. Mike Horn runter vom Monza auf die brachiale Corvette. Detlef Preisig hat den Monza behalten. Leo Kuhn ist jetzt auch auf dem Chevy Monza unterwegs. Robert Kruppert hat seine Corvette behalten. Und Frank Schuster, der Einzige, der mit dem Porsche 935 unterwegs ist heute. Ganz anders zu fahren. Wird interessant sein, ihn zu sehen, wie er jetzt hier zunächst erstmal im Qualifying abschneiden wird. Peter Kilian von der Corvette runter auf einen BMW CSL Turbo. Also er jetzt das Fahrzeug, das auch Heiko Striezke im ersten Rennen bewegt hat. Lars Kuhlmann hat seine blaue Corvette behalten. Auch Marc Ackermann ist auf dem BMW M1 Turbo geblieben. Jan Peser hat seinen Toyota Celica ebenfalls behalten. Oliver Herz das gleiche. Gerd Ackermann auf der Corvette. Johannes Peiter nach wie vor im De Tomaso Pantera unterwegs. Tobi DD, ja, für den heißt es nochmal neues Rennen, neues Glück mit seinem BMW M1, während Oliver Kilian gerade auf den Server gekommen ist. Wolfgang Roller nach wie vor auf dem Mustang schon unterwegs. Holger T. können wir gerade nicht sehen. Ja, da ist er. Doch, der ist auch auf seinem Mustang geblieben. Und ja, irgendwie wird das uns hier ein bisschen komisch angezeigt. Jens Brettschneider ebenfalls auf dem Mustang. Stefan Möbus auch immer noch auf dem BMW. Mike Roller hat seinen Ferrari behalten. Nico Standke auch immer noch auf dem Ford. Man sieht das also, viele Fahrer haben sich nur ein Fahrzeug für beide Rennen gewählt. Sascha Misterfeld auf dem Celica geblieben. Das ist unser Übertragungswagen. Thomas Weber jetzt auf dem BMW zurück. Ralf Stingel bleibt ebenfalls beim Capri. Daniel Plus hat man schon. Und ja, da fehlen uns noch ein paar Fahrer. Marcel Schimmer müsste bald noch kommen. Bleibt mal abzuwarten. Vielleicht Frank Schuster schon draußen. Wir schauen mal, dann können wir uns auch mal den Porsche zu Gemüte führen. Nein, der ist noch nicht unterwegs. Das dauert also noch einen kurzen Moment. So, die ersten Zeiten müssten bald kommen. Detlef Preisig, der eröffnet seine Runden jetzt gleich. Michael Grote-Klaas, der ist noch unterwegs. Aber Mike Horn, der geht jetzt gleich über die Linie. Da müsste noch jemand vor ihm vorhin rausgefahren sein. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, wer es gewesen ist. Aber Mike Horn, ja, Corvette, er bleibt dann irgendwo dem Modell auch ein bisschen treu. In der GTP Pro Serie ist er ja unterwegs, im Grid 2 zu finden. Ist er ja leider jetzt am Montag bei dem Rennen leider ausgefallen und ist also hier jetzt auch auf der Corvette unterwegs und war ja vorher im Chevy Monza, also Chevrolet wohl seine Marke. Und mit liegt jetzt erstmal auf der Pole, aber das werden ihm sicher gleich wieder einige streitig machen, allen voran natürlich die beiden Team MW Racing Piloten auf ihrem BMW M1 Turbo. Aber Ralf Stingel jetzt auf der 3. Er hat sich da vorgeschoben. Sascha Misterfeld auf seinem Toyota Celica ist jetzt erstmal an der Spitze. Allerdings mit einer 1.16.846. Also da haben wir vorhin 1.14er Zeiten von den Spitzenleuten gesehen. Also die aktuelle Pole Position, die wird da nicht lange innehaben. Der Korn hat das Auto in die Box gestellt. Erstmal Ralf Stingel. Ne, winkt da den Sascha Misterfeld vorbei. Den Fahrzeugen kann man sich schnell mal vertun optisch. Die sehen sich sehr, sehr ähnlich. Vorne der Celica, hinten der Capri. Ja, wir wissen leider nicht, was bei Ralf Stingel passiert ist, dass der im ersten Rennen ausgefallen ist. Ich vermute mal fast, dass er mit Patrick Doss zusammengestoßen ist. Aber das ist halt wirklich nur eine Vermutung.
im Forum der Races League wird sich dann sicher mal ein bisschen genauer heraushören lassen, was da so passiert ist. www.racersleague.com und dort dann am besten das Forum suchen und dort mal durchrollen, und bei GTL findet man dann die Rennsportmeisterschaft. Und es gibt auch schon eine Information seitens Jürgen Dost, also da ist wohl beim Kabelbetreiber, wo er sein Internet herbekommt, irgendwas im nicht in Ordnung, und deswegen also heute diese Verbindungsprobleme, und er ist auch verständlicherweise sehr frustriert, dass ausgerechnet heute Abend hier zum Saisonstart dieser neuen Serie das Internet bei ihm da einen Strich durch die Rechnung macht. Ganz bitter. Na, die ersten Fahrer haben ihre Zeiten. Peter Kilian jetzt im Moment sechstschnellster. Letzte Zeit, diesem Moment, gibt es eine 1:15.141. Davon ist er weit entfernt. Die Runde ist gar nichts gewesen. Und an der Spitze steht auch Thomas Weber mit seiner 1:15.141. Und es wäre nicht verwunderlich, wenn er jetzt hier in der nächsten Runde das gleich nochmal etwas verbessert. Ja, oh, was eine Runde! 1:14.112. Da ist er sogar eine Zehntel schneller als Stefan Möbus bei seiner Pole im ersten Qualifying. Wahnsinn, was der hier abbrennt. Detlef Breisig auf der 2. Ralf Stingel, Heiko Striezke hat es angesprochen. Erstes Rennen im CSL Turbo, zweites Rennen hier im Mustang. Da würde er sich erstmal wieder ein bisschen umgewöhnen müssen. Frank Schuster kommt zurück. Ja, was war mit dem los? Hat ja den Porsche gewählt gehabt. Man muss sagen, die Fahrer haben jetzt noch ein letztes Mal die Möglichkeit, ein anderes Auto zu wählen. Also man könnte jetzt entgegen dem, was man vorher gemeldet hat, noch ein anderes Auto nehmen. Was man heute genommen hat, das wird verbindlich. Also die zwei Autos, die man heute jetzt bei den ersten beiden Rennen verwendet, die sind für den Rest der Saison verbindlich. Wer dann ein Auto wechselt, der muss mit Punktabzug leben. Und Daniel Plus und Heiko Striezke fahren im gleichen Fahrzeug durch die Gegend. Das ist schon faszinierend, denn es gibt doch eine ganze Reihe Lackierung für die Autos, dass man da irgendwie doch noch bei den gleichen Lackierungen plötzlich landet, bei zwei Fahrern. Mike Horn jetzt Sechster, Siebter Peter Kilian, Achter Sascha Niesterfeld, Holger T auf der 9, hat sich gerade da nochmal alles jetzt verschoben, dass noch jemand dazwischen gefahren, jetzt Brettschneider, Zehnter, hey, und da scheppert es mal ganz gewaltig, Wolfgang Roller rausgeflogen und der BMW von Peter Kilian segelt da nochmal prompt vorbei. Da muss er aber gewaltig gerumpelt haben. Also ich vermute fast, dass da noch irgendjemand auf der Geraden stand, mit dem es da gekracht hat. Aber naja, hat man leider in der Kameraperspektive nicht sehen können. Michael Groteklaas auf der 14 im Moment. Ja, was war bei den beiden Gebrüder Löwenherz-Fahrern los, dass die am Ende beide ganz hinten gelandet sind? Mike Roller, muss da gerade mal versuchen, seinen Ferrari einzufangen. Wer hat 16. Leo Kuhn auf der 17 und Frank Schuster auf der 18. Jetzt haben wir mal eine Möglichkeit, uns auch mal dieses Fahrzeug anzuhören. Also der Porsche 935. Jetzt mal in Aktion. Das also mal eine kleine Geräuschimpression hier von dem Zuffenhausener Rennwagen mit der doch sehr, sehr brachialen Optik. Und hat da Lars Kuhlmann im Nacken. Oh, und der hat ihn nicht gesehen. Ja, das passiert. Das muss man erklären, das passiert, wenn jemand neu auf den Server kommt und dann auf die Strecke geht. Die Fahrer, die währenddessen noch auf der Strecke unterwegs sind, denen wird das Fahrzeug nicht angezeigt. Und die fahren dann einfach aus ihrer Sicht, da passiert gar nichts, die sehen den anderen nicht. Und der da fährt, der wird komplett angeschoben und dann ist die Sache vorbei. Da trifft also Lars Kuhlmann keine Schuld, der hat den einfach nicht gesehen.
Denn wenn man das anders einstellt, dann stockt das Spiel immer ganz kurz, da ja dann erstmal das Auto geladen werden muss. Und einige stellen das eben ein, dass das Auto erst geladen wird, wenn man selber in die Box fährt. Und das scheint wohl bei Lars Kuhlmann der Fall gewesen zu sein. Thomas Weber, schnellster, Stefan Möbus, zweitschnellster, kommt nicht ganz unerwartet. Detlef Preisig auf der 3, Lars Kuhlmann vierter. Gut unterwegs jetzt, das erste Rennen lief schon gut bei ihm, aber jetzt hier. Viertschnellster momentan in diesem zweiten Qualifying. Ja, manchmal braucht man dann nochmal so ein bisschen die richtige Rennaction, um sich endgültig auf die Strecke einzustellen. Da hat man vielleicht jemanden vor sich, der noch ein bisschen schneller fährt und durch den lernt man, wo man noch mal ein bisschen mehr Gas geben kann. Sascha Misterfeld, ja, der muss ihn jetzt da irgendwie durchwinken. Hoffen wir mal, dass Lars Kuhlmann den zumindest sehen kann. Sieht aber noch nicht so aus. Was gibt es da gleich für einen Zeitenabstand? Oh, der ist schon ziemlich groß. 1,7 Sekunden. Das wird, glaube ich, nichts bringen. Wer hat sich dazwischen gefahren? Jochen Richter auf seinem Capri Turbo ist jetzt auf der 4. Daniel Plus 6. Heiko Stritzke auf der 7. Ralf Stingel, jetzt hat es sich verschoben. Dann wo ist Stritzke hin? Wo ist Heiko Stritzke hin? Ist der gerade nochmal vom Server runter? Peter Kilian 10. Jens Brettschneider jetzt im Moment auf der 11. Oliver Kilian nur auf der 12. Wo haben wir ihn? Auf welchem Fahrzeug ist der jetzt überhaupt unterwegs? Leider hier von hier nicht zu sehen. Das wird, glaube ich, auch der Porsche sogar sein, ja. Schauen wir uns das mal an. Ja, fährt wahrscheinlich gleich nochmal raus. Sascha Misterfeld auf der 13, Wolfgang Roller 14, Standke auf der 15, DD 16, Leo Kuhn 17, Michael Groteglas auf der 18. Und da ist gerade wieder jemand auf den Server gekommen. Das wird wohl Heiko Stritzke gewesen sein. Jan Peser, Marcel Schimmer. Hier haben wir ihn jetzt auch, vorhin schon mal angesprochen. Der ja auch im zweiten Rennen auf dem Silica unterwegs. Und jetzt schauen wir mal, was er hier als erstes für eine Zeit in Satzung fährt. Sich auf den 11. Startplatz. Also ein bisschen ist schon mal schneller unterwegs, offenbar, als in seinem Mustang. Aber wie gesagt, ist es noch nicht mal die Hälfte des Qualifyings rum. Da kann immer noch ein bisschen was passieren. Die Strecke heizt sich ja etwas auf durch den Sonnenschein und durch die Fahrzeuge, die natürlich mit ihren durch die Reibung auch den Asphalt weiter aufheizen. Ja, jedenfalls mit dem Turbo betriebenen Japaner. Aktuell 11. und jetzt 10. Da ist noch jemand rausgeflogen. Ja, meine Güte, was ist denn hier im Moment los, dass hier ständig irgendwelche Fahrer vom Server fliegen oder vielleicht auch freiwillig gehen? Ist man da mit dem Auto doch noch nicht so ganz zufrieden? Man hat noch mal die Möglichkeit, wie gesagt. Man könnte jetzt noch sagen, ach nee, ich nehme doch lieber was anderes. Mike Horn hat da gerade noch mal geladen. Ja, und Oliver Kilian ist auch auf dem Porsche unterwegs. Ganz offensichtlich. Schauen wir da mal hin. Ja, hier haben wir ihn im blauen 935er und das dahinter scheint einer der beiden, na, welcher ist es, im Martini Porsche, muss man mal gucken. Bei dem vollen Fahrerfeld muss ich leider gestehen, dass ich auch nicht bei allen im Blick habe, wer jetzt welches zweites Auto fährt. Robert Kruppert auf einer Corvette nach wie vor, Gerd Ackermann, ja, wer ist das da auf dem Porsche? Hier ist alles so geblieben. Detlef Preisig nach wie vor auf der 3. Jochen Richter ist es. Also Jochen Richter hat sich jetzt spontan offenbar nochmal umentschieden und hat den Capri abgestellt und ist auch noch auf dem Porsche unterwegs und im Moment viertschnellster. Aber ja, das wird im Moment noch nicht als Zeit angezeigt. Ja, mal gucken, wie schnell er da bisher gefahren ist. Wir verschaffen uns mal kurz einen Zeitenüberblick. Also 1.14, 1.12. Ist es bei Thomas Weber, der hat die Zeit auch nicht mehr verbessern können. Stefan Möbus 1.14.585 und dann kommt schon ein Riesensprung zum Chevrolet Monza Piloten Detlef Preisig mit einer 1.15.3. Dann knapp dahinter Jochen Richter in dem Porsche 1.15.424 und dann kommt Lars Kuhlmann mit der Corvette 1.15.853. Und dann fangen schon die 1.16er Zeiten an, aber da ist es dann richtig eng. Das ist also wieder so der Punkt, so ab Platz 5 ungefähr im Moment, da könnte es dann erst richtig spannend werden. Und wir sehen hier im kleinen Fenster gerade Sascha Misterfeld oder
Marcel Schimmer gerade abfliegen. Wieder das Problem, wieder zwei Fahrer, die genau das gleiche Design genommen haben. Das ist ja wirklich schon sehr faszinierend. Stante, wir können es gleich mal kontrollieren. Marcel Schimmer ist es gewesen. Ja, kommt hier gerade wieder auf die Strecke zurück. Und Marc Ackermann ist das da direkt neben ihm, der da jetzt vorbeigeht. Und Schimmer fährt die Kurve sehr weit außen. Durch die Sunset Bend war das eben, wo er da durchgefahren ist. Nein, Verzeihung, Barbecue Bend ist es gewesen. Was faszinierend ist also. Diese südafrikanische Strecke, teilweise sehr merkwürdige englische Namen für die Kurven hat. Übrigens sehr nah gelegen bei Johannesburg, der Hauptstadt. Ca. 30 Kilometer nördlich ist diese Rennstrecke zu finden. Wurde bis zu ihrem Umbau auch mal von der Formel 1 genutzt. Also in den späten 60er Jahren bis Mitte der 80er ist dort auch die Formel 1 unterwegs gewesen. Mittlerweile finden auf dieser Strecke keine großen Motorsportveranstaltungen mehr statt. Zuletzt noch von der Motorradserie, aber das wurde auch 2012 beendet. Seitdem keine großen internationalen nennenswerten Motorsportveranstaltungen mehr auf dieser Strecke, die ja auch so, wie sie jetzt hier gerade gefahren wird, sowieso nicht mehr ist. Also diese alte Variante existiert nicht mehr, aber man hat das so gemacht, wie das in der GTL hier bei Racers League eigentlich immer gemacht wird. Man passt die Rennstrecken immer so dem Alter der Fahrzeuge an. Also fast immer werden Rennstrecken genommen, die in ihrem alten Layout sind von den damaligen Zeiten. Man hat das also auch schon zu Trans-Am-Zeiten gemacht, wo mal ein 19 oder eben so bei 1965er Rennstrecken gefahren wurde. Und Mike Horn scheint wieder auf den Chevy Monster gewechselt zu haben. Also einige Fahrer hier doch nochmal auf den letzten Metern mit Umentscheidungen. Ja, Mike Horn also doch wieder auf dem Chevy Monster. Der Wechsel bei ihm. Der Platz 27 sagt natürlich noch nichts aus. Er hat jetzt gerade seine gezeitete Runde begonnen. Oder ruhig auch mal on board bei dem Chevy Monster, der ja auch so ein wirklich brachiales Power Dome vorne drauf hat. Trotzdem ist er nicht der allerstärkste Wagen. Jedoch Krach macht auch dieses Auto ganz gehörig. Wir gucken mal, wenn er gleich über die Linie kommt, welchen Speed er uns hier präsentieren kann. War ja durchaus schon gut unterwegs. Wenn da nicht dieser Zusammenstoß gewesen wäre mit Lars Kuhlmann. Das dürfte eine 1.16er Zeit werden. Nein, das ist noch eine 1.15er Zeit geworden. Und damit ist er im Moment auf dem 8. Startplatz. Also wäre eine bessere Position als im ersten Qualifying. Aber wie gesagt, 11 Minuten sind es noch. Da kann noch einiges passieren. Ralf Stingel im Moment auf der 9. Frank Schuster nur 10. auf dem Porsche. Man sieht das schön oben am Banner. Für das Brakesman Racing Team unterwegs. Nächste Rundenzeit für ihn, ist gerade noch ein Platz zurückgefallen. Nur das dürfte nicht viel besser werden. Nein, es bleibt bei dem 11. Startplatz. Und Daniel Plus gut unterwegs auf der 12.
geht jetzt erst in seine gezeitete Runde. Nico Standke steht drin. Da haben wir gerade Daniel Plus nochmal durchs Bild sausen sehen. Oliver Kilian, ja, der scheint mit dem Porsche noch weniger zurechtzukommen als Frank Schuster. Und wenn er jetzt nochmal das Auto wechseln will, dann wird es aber doch ziemlich eng. Hängt da gerade Peter Kilian hinten dran. Familiäre Zweisamkeit hier im Moment auf der Strecke. Bei Deutsche Fabrikate hintereinander. Ja, und Peter macht da Platz. Ja, macht Platz. Lässt Oliver vorbei. Wie schnell ist Oliver jetzt im Moment in dieser Runde mit dem Porsche? Wie gewohnt ja bei der GTL, bei der Racers League, die GRM nicht die einzige Serie. Man hat immer eine starke Serie und eine, ja, etwas langsamere Serie. In der Vergangenheit war es die Trans Am und die zwei, beziehungsweise es war zwischenzeitlich immer die GTL Pro. Das hat man mittlerweile hier durch diese GRM jetzt ersetzt. Und dazu gab es immer als zweite Serie die Trans Am. Dann davor gab es mal die 2LTCC, also der Little Touring Car Championship. Und Oliver Kiel, ja, einen Platz auf die 14. Mehr nicht, also ne, das läuft noch nicht so richtig. Marcel Schummer auf der 15 in seinem Celica. Peter Kilian 16. Holger T. in der Box, Tobi D.D. 18. Jens Brettschneider auf der 19. Sascha Misterfeld 20. Johannes Peiter in der Box im Moment auf 21. Wolfgang Roller 22. Leo Kuhn steht ebenfalls drin. Gerd Ackermann auf der 24. Oh, das lief aber im ersten Lauf besser im Qualifying mit der Corvette. Jan Pesel auf 25. Michael Groteglas nur auf der 26. Und das im BMW M1. Also das ist schon ein bisschen bitter. Das würde mich gar nicht mal so wundern, wenn wir vielleicht den Tobi DD und ihn in dem nächsten Rennen in einem anderen Fahrzeug sehen. Denn die beiden scheinen wohl beide nicht mit dem Fahrzeug so richtig zurechtzukommen. Thomas Weber nach wie vor auf der Pole steht gerade da, hat sich jetzt entschieden Escape zu drücken, das ist hier erlaubt, also man kann mit Escape von der Strecke runter und darf dann auch nochmal starten, da ist man nicht so ganz penibel. Ja, um das noch zu Ende zu bringen, also man hat sich auch diesmal hier wieder eine kleine Nebenserie ausgedacht und zwar den sogenannten Gentleman's Cup. Wer also mal auf der Seite der Racers League ist, dem sei auch empfohlen, mal auf die News oben in der Mitte zu klicken. Also ganz oben unter dem Terminkalender finden sich die News zu den verschiedenen Serien. Und dort mal auf News GTL klicken, da kriegt man eine gute Übersicht. Und dieser Gentleman's Cup, dort wird also mit Fahrzeugen aus Anfang, Mitte der 60er gefahren. Auf sehr, sehr langen Strecken. Also die Idee dahinter ist, es geht mehr ums Ankommen. Auch wieder Multiplikatoren für die Fahrzeuge. Also ist klar, dass ein Austin Healey sich nicht mit einem Ferrari GTO messen kann. Dafür kriegt der Austin Healey mehr Punkte. Zum Beispiel. Und das kommende Rennen in einer Woche findet auf der Isle of Man Strecke statt. Also 24 Kilometer muss man da über ein paar Runden bewältigen. Wem also sowas liegt, kann sich da noch anmelden. Das Fahrerfeld ist nicht komplett voll. Und ist eine sehr, sehr interessante Sache zu fahren. Vor allem im Kalender taucht dann auch noch tauchen Rennstrecken wie die Mullins Rallye, also eine richtige asphaltierte Rallye-Strecke, oder beispielsweise auch Dundrot, ebenfalls eine lange irische Rennstrecke, die sogar mal in der Formel 1 gefahren wurde, zu damaligen Zeiten in den 50er, 60er Jahren. Sehr abenteuerlich zu fahren, extrem schnell und das Sahnehäubchen obendrauf darf man wohl sagen, auf der Targa Florio wird dort gefahren. Also es wird tatsächlich ein Rennen auf dieser 72 Kilometer langen Strecke, die man sich wirklich unmöglich komplett merken kann, gefahren. Also wem sowas mehr liegt als die GRM, die ja tatsächlich im Moment ein volles Fahrerfeld genießt, sollte sich da mal umschauen und eventuell noch anmelden. Es geht da nicht unbedingt um den Topspeed, sondern um das gemeinsame Fahren und um den Spaß grundsätzlich daran. Stefan Möbus kommt dem eigenen Teamkollegen nicht hinterher. Marc Ackermann jetzt auf der 3 und er ist beim BMW geblieben. So ist es. Wir schauen nochmal, da ist auch gerade Heiko Stritzke nochmal drauf gekommen. Detlef Preisig hat man schon gesehen, Jochen Richter
jetzt auf der 5 mit dem Porsche, Mike Horn auf der 6, also der Monza scheint ihm definitiv besser zu liegen, Lars Kuhlmann in der Box auf der 8, Robert Kruppert auf der 9. Man kann da auch optisch mal ganz schön den Vergleich sehen, dass die beiden Corvetten also doch deutlich optische Unterschiede haben, was den die Karosse angeht. Ralf Stingel 10., Frank Schuster auf der 11, hat sich jetzt nochmal drei Plätze, hat sich nochmal ein bisschen vorfahren können, aber das reicht noch nicht. Wo ist Oliver Kilian? Auch er ist vorgefahren, da wird uns gerade eine fehlende Frontschürze angezeigt, das müsste aber ein Bug sein, so ist es. Scheint das Auto also eben vor wenigen Sekunden mal in die Wand gesetzt zu haben, hat dann Escape gedrückt, ist wieder draufgekommen. Manchmal braucht der Server ein bisschen länger, um dann auch den Zuschauenden wieder den korrekten Fahrzeugzustand anzuzeigen. Also Kilian jetzt nochmal auch ein bisschen vorgekommen auf den 13. Startplatz, aber ja, er wird nicht groß irgendwie vorne mitmischen können, wie er das vorhin im ersten Rennen machen konnte. Marcel Schimmer, 14. Platz hier im Qualifying bei ihm im Moment. Peter Kilian 15, Holger Thier auf der 16. Ja, und jetzt gucken wir mal, ob wir rausfinden können, was Heiko Stritzke jetzt noch getan hat, dass er nochmal auf den Server zurückgekehrt ist. Denn ihm bleiben jetzt nur noch 4 Minuten. Ja, ist wieder auf dem Mustang, also keine Veränderung. Hoffen wir mal, dass da keine Verbindungsprobleme bei ihm irgendwo aufgetreten sind. Fährt gerade Heiko Stritzke an entweder Nico Stanke oder Jens Brettschneider vorbei. Wir können es leider nicht auseinanderhalten. Ja, vielleicht, wenn die Fahrer sich den Stream danach anschauen, vielleicht spricht man sich dann da nochmal ein bisschen besser ab, was den Skin angeht. Ist leider tatsächlich etwas verwirrend. Und ohne das entsprechende TV-Tool, das wir eben wirklich nicht haben. Das ist nicht irgendwie eine Ausrede oder so, wie etwas steht und nicht zur Verfügung. Wir haben nur diese Möglichkeit, wie es Ihnen jetzt gerade angezeigt wird. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es Ihnen, dass Sie das verzeihen können und es Ihnen trotzdem bisher Spaß macht zuzuschauen. 3 Minuten sind es noch und dann geht es in das zweite Rennen heute Abend und da können wir mal richtig gespannt sein, wie die Fahrer hier sich dann nochmal gegeneinander messen können und vor allem, ob da vielleicht der eine oder andere noch mit dem gewechselten Fahrzeug überraschen kann. Es wird wohl Jens Brettschneider gewesen sein, übrigens, der da eben stand, weil da vorne sieht man noch den schwarzen Mustang von Heiko Stritzke davonfahren. Peter Kilian sehen wir im Hintergrund, der jetzt ja im Endeffekt den BMW CSL Turbo übernommen hat, kann man sagen. Und ich glaube nicht, dass es Jens Brettschneider ist. Sieht mir mehr nach einem Porsche aus, der da vorne wegfährt. Wahrscheinlich von Oliver Kilian aufgrund der Farbe. Der T17, Peter Kilian, hier haben wir ihn gerade im Bild. Also nachdem Heiko Stritzke den CSL abgegeben hat, hat Kilian ihn übernommen. Allerdings in einer anderen Lackierung. Aus der Zeit, wo man noch Zigarettenwerbung auf Fahrzeuge machen konnte. Marcel Schimmer geht an die Box. Nico Stanke wird es dann wohl gewesen sein. Seinem Ford und da sieht man im ersten Sektor fehlen dem schon fast eine Sekunde auf die Zeit von Thomas Weber und der zweite Sektor kommt erst noch. Heiko Stritzke läuft da jetzt gerade auf Stefan Möbus auf. Gucken, was der jetzt gleich für eine Zeit fährt. Kriegt natürlich jetzt etwas Windschatten vom BMW. Oh, sieht man schön, das Kurveninnere Rad hinten dreht da ein bisschen durch. Versucht da möglichst viel Traktion bis Ford V8 auf den Asphalt zu bringen. Glückt ihm noch nicht so ganz. Platz 12 vor, 2 Plätze verbessert. Aber viel mehr auch noch nicht. Ralf Stingel jetzt auf der 11. Robert Kruppert hat sich da noch vorgeschoben auf die 10. Lars Kuhlmann jetzt 9. Daniel Plüss da jetzt drin mit 8. Mike Horn auf der 7. Oliver Kilian auf der 6. Der hat also dafür gesorgt, dass sich viel verschoben hat. Oliver Kilian jetzt mit dem Porsche auf der 6. Jochen Richter auf der 4. Also jetzt so langsam packen die Porsche-Piloten nochmal auf den letzten Metern die richtige Geschwindigkeit aus Detlef Preisig auf der 5 und Marc Ackermann hat sich auf die 3 geschoben. Stefan Möbus gibt nicht auf, der will den Teamkollegen noch irgendwie unbedingt anscheinend von der Pole verdrängen, wie er das vorhin schon mal geschafft hat. Aber jetzt hat eben schon Thomas Weber eine schnellere Zeit gesetzt, als das eben Möbus im
ersten Qualifying geschafft hat. Von daher ist das doch sehr fragwürdig. Und das ist auch die letzte Runde jetzt gewesen. Also wenn er jetzt nicht noch irgendwo mal in die Zauberkiste greift, dann wird es für ihn wohl der zweite Startplatz sein. Er geht über die Linie, es fehlen fast 4 Zehntel, das hat sich erledigt. Marc Ackermann steht in der Box, der wird nichts mehr tun können. Für den hat sich das erledigt. Jochen Richter auf der 4, gucken wir mal uns noch an. Er geht gleich über die Linie, kann der vielleicht Marc Ackermann noch verdrängen? Jetzt geht's wieder, heißt wieder Vollgas. Alles aus dem 935er Porsche rauskitzeln. Reicht die Zeit überhaupt noch? Das könnte sogar eng werden. Kann gut sein, dass der Server gleich weiterschaltet. Und auch bei ihm hat es noch gereicht. Jochen Richter fährt noch auf den dritten Startplatz in seiner letzten Qualifikationsrunde. Wahnsinn nochmal im letzten Moment. Detlef Preisig bleibt auf dem 5. Startplatz. 6. Oliver Kilian. Ist noch jemand unterwegs? Mike Horn. Der kann es vergessen. Der schafft das definitiv nicht mehr. Wer ist noch unterwegs, der eine Zeit fahren könnte? Daniel Plus, dem wird wahrscheinlich die Uhr jetzt gleich einen Strich durch die Rechnung machen. Kriegt nochmal Windschatten von Stefan Möbus. Aber ich glaube, gleich macht's Klack und dann ist er in der nächsten Session. Nein, das hat sich sowieso erledigt. Daniel Plus geht an die Box. Achter Startplatz für ihn, auf jeden Fall besseres Startergebnis im Qualifying hier als in dem letzten Durchlauf. Mike Horn von der 7 und jetzt sind alle durch, wir haben ins Rennen geschaltet. Können wir nochmal schnell das Qualifying durchgehen? Thomas Weber auf der 1, Stefan Möbus 2, Jochen Richter wird 3, Marc Ackermann auf der 4, 5. Startplatz Detlef Preisig auf der 6, Oliver Kilian, 7. Platz für Mike Horn auf der 8, Daniel Plus, 9. Startplatz für Lars Kuhlmann. Frank Schuster von der 10 hat sich also noch da reinfahren können. Robert Kruppert auf der 11, Ralf Stingel 12. Startplatz, Heiko Striezke von der 13, Nico Standke von der 14, 15. Startplatz für Jens Brettschneider von der 16, Marcel Schimmer, 17 Peter Kilian, 18. Holger Thie von der 19, Sascha Niesterfeld, 20. Platz für Tobi DD, Gerd Ackermann 21. Startplatz, Johannes Peiter 22, Wolfgang Roller von der 23, ja, jetzt starten die Fahrer alle ganz langsam in die Einführungsrunde. Leo Kuhn von der 24, Jan Pesler 25, Michael Grote-Klaas nur 26, Mike Roller von der 27 und Oliver Herz von der 28. Ja, Patrick und Jürgen Dorst leider nicht mehr dabei, weil sie auch wegen Verbindungsproblemen den Server schon während des ersten Rennens verlassen mussten. Ja, diesmal umgekehrte Reihenfolge hier vorne. An der Spitze. Und ganz gespannt bin auch ich, wie Jochen Richter mit dem Porsche hier in diesem Pulk wegkommen wird. Oliver Kilian von der 6, nicht viel anders. Da haben wir ihn. Dann haben wir da jemanden verloren. Heiko Striezke steht jetzt auf der 13. Und da ist alles noch in Ordnung. Jetzt müssen wir gucken, dass wir uns nicht verwirren lassen. Nico Standke, also 14, Jens Brettschneider auf der 15, die versehentlich im gleichen Design unterwegs sind. Und jetzt heißt es aber Wechsel an die Spitze, denn jetzt kommt gleich noch einmal die Boxeneinfahrt und dann wird das Rennen diesmal von Thomas Weber freigegeben. Oh, da ist eine große Lücke zwischen Robert Kruppert und Frank Schuster. Robert Kruppert wartet da auf irgendwas. Oh, das zieht sich arg auseinander. Da wird es ein bisschen Ärger geben, kann ich mir vorstellen. Und was macht Daniel Plüster? Lässt auch eine große Lücke. Weber kommt gut weg und Möbus pennt
Eieiei, Marc Ackermann direkt daneben, Jochen Richter auf dem 2, aber Marc Ackermann in daneben, holt ein bisschen mehr Power aus dem M1. Jetzt gehen beide in die erste Kurve rein. 300 km/h könnten die auch jetzt aus dem Start vielleicht schon fast erreichen. Marc Ackermann geht vorbei, Jochen Richter riskiert nichts. Dahinter Angriff Stefan Möbus und Detlef Freisig direkt nebeneinander. Oh, was war mit Stefan Möbus los? Hat man sich da teamintern nicht abgesprochen? Oh, da wird man ein bisschen arg gerempelt. Eieiei, Vorsicht Jungs. Das muss nicht sein. Und nochmal leichter Schubser von Preisig. Was macht Preisig da? Der ist irgendwie gerade mit der Konzentration ein bisschen neben der Spur. Oh, da stimmt was nicht. Fährt da Daniel Plus vors Auto, kann den Monster gerade noch halten. Oh, da hinten wird Ralf Stingel abgeschossen. Striezke und Stingel kommen aneinander. Oh, lange gerade gewesen. Also da hat sich der Ford Capri von Stingel nur an der Wand lang gedreht. Sind da noch alle Teile dran? Ja, das sieht so aus. Jetzt muss er erstmal versuchen, dass er aus der Wiese wieder wegkommt. Oh, ist da ein Reifen platt, dass er da nicht wegkommt? Ah, und er wendet in den Verkehr. Na, da kommt keiner mehr. Nein, das hat sich erledigt. Letzter Platz für Ralf Stingel. Das ist ganz, ganz bitter. Darf ja nicht wahr sein. So, zurück an die Spitze. Thomas Weber hat sich direkt abgesetzt. Natürlich, der hat davon profitiert, dass der Teamkollege da geschlafen hat und direkt war die Lücke ein bisschen größer. Marc Ackermann auf der 2. Sehr, sehr gut reagiert. Und Jochen Richter und Oliver Kilian beieinander. Stefan Möbus kann sich absetzen, Detlef Preisig in Probleme geraten, aber ist jetzt auf der 8 zurück wieder im Feld drin. Also was da gerade los war, ist ein bisschen fraglich, vielleicht ist Force Feedback sich abgeschaltet, das kommt ab und zu mal vor, da muss man dann eine Tastenkombination eingeben, damit das wieder anspringt. Ja, und versuch mal mit einem 500 PS Auto bei Vollgas irgendwo mal noch nebenbei eine Tastenkombination zu tippen, während noch das Lenkrad vor einem hängt. Also alles nicht so einfach, das kann ich mir vorstellen, dass das ihnen Schwierigkeiten gebracht hat. Und Stefan Möbus, ja, da fährt er auf den 2. Startplatz und findet sich jetzt auf der 5 wieder. Also das Starten muss er irgendwie noch ein bisschen auf die Reihe kriegen. Das hat bisher alles nicht so optimal geklappt. Und jetzt hat er die beiden Porsche vor sich. Und wir schauen uns das mal aus der Perspektive hier von ihm an. Hat er diesen unglaublich hohen Heckspoiler vom Porsche 935 vor der Nase. Also auch von den Fahrzeughöhlen ein krasser Gegensatz. Der BMW M1 so ziemlich das flachste Auto, während der Porsche so ziemlich das höchste Auto hier ist. Also wenn der BMW M1 könnte sich da, wenn man so einen Park auf den Parkplatz stellt, mal ganz entspannt hinter dem Porsche verstecken. Aber hat jetzt hier gerade Schwierigkeiten, hinter Jochen Richter und Oliver Kilian herzukommen. Und die beiden hier, die kämpfen jetzt mit gleichen Waffen. Kilian setzt sich aus dem Windschatten daneben, in der ersten Kurve drin. Ja, und Richter zögert da, greift, hält nicht hart dagegen, setzt sich jetzt genau dazwischen. Da hat sich gedacht, Möbus, Stefan, du kommst da nicht dazwischen. Also ein Platz ist mir schon genug, dass ich ihn verliere. Da wollte Stefan Möbus in der ersten Kurve noch diese kleine Lücke ausnutzen, aber Jochen Richter hat ihm keine Chance gelassen. In seinem Martini Porsche bleibt er da zumindest noch davor und hält den 4. Platz. Geht hier aber weit raus. Eieiei. Riskante Geschichte. Jetzt durch die S's hindurch. Er nimmt die Linie immer sehr, sehr weit außen. Jochen Richter auf seinem Porsche. Ja, und das sieht fast so aus, wenn jetzt da Stefan Möbus zu nah dran fährt, dann fährt er sich wie ein Keil unter den Porsche drunter. Ich glaube zwar nicht, dass das passieren würde, aber er sollte es sowieso nicht unbedingt ausprobieren. Und jetzt auf der Geraden. Jetzt vielleicht die Chance für Möbus, sich aus dem Windschatten daneben zu setzen. Aber wir haben das vorhin schon mal gesehen. Der fährt jetzt komplett aus dem Windschatten raus. Der Porsche-Pilot ist hinter Oliver Kilian direkt dahinter, aber nein, das langt dann nicht. Er verteidigt auch nicht groß. Setzt sich da nicht vehement zur Wehr und lässt Stefan Möbus durch. Ich glaube, das wird jetzt aber der letzte einfache Durchflutsch für Stefan Möbus gewesen sein, denn ein Oliver Kilian, der lässt sich seine Position nicht mal eben nehmen und das könnte jetzt eine richtig heitere Geschichte werden. Trotzdem schalten wir mal schnell ein Stück zurück. Mike Horn auf der 6 hat sich nach vorne schieben können vor Detlef Preisig. Ja, Preisig hat man gesehen mit Schwierigkeiten. Da wird es vielleicht auch nochmal ein bisschen Diskussionsbedarf nach dem Rennen geben. Speziell zwischen ihm und Stefan Möbus, dass er da plötzlich so komisch ins Schlingern gekommen ist. Vielleicht wird er aber die Erklärung auch noch nachträglich im Forum liefern können. Platz 7 und Platz 6 im Zweikampf. Frank Schuster vor auf der 8. Also er hatte einen guten Start in seinem Porsche. Dann Daniel Plus und Heiko Striezke hintereinander. Die beiden Men in Black hier in ihren schwarzen Mustangs.
im Zweikampf. Ja, Striezke muss jetzt erstmal ein bisschen wieder zurückstecken. Lars Kuhlmann, ja, der scheint ein einsames Rennen vor sich zu haben. Robert Kruppert auf der 12 hat einen gewissen Vorsprung vor Nico Stanke. Jens Brettschneider und Peter Kilian versucht da anzugreifen. Und der geht da mal mit dem CSL Turbo auf der Geraden. Erst an Jens Brettschneider vorbei und dann auch noch an Nico Stanke. Also ja, wir hatten es schon erfahren vor dem Rennen. Ohne Windschatten ist der CSL Turbo auf der Geraden der schnellste. Und das hat er gerade mal eindrucksvoll bewiesen. Oh, und Kruppert kommt auf die Strecke zurück und schmeißt davor Kilian die Tür zu. Na gut, man kann Kruppert jetzt auch nicht unbedingt vorwerfen, dass er da einfach mal auf der Wiese langbrettert. Uiuiuiui. Und Stanke vertut sich da mächtig. Ja, hat wohl noch die Länge des Mustangs, was die Haube angeht, noch nicht so ganz im Blick und ist da gerade mal leicht Peter Kilian hinten drauf geknallt. Ein Glück, dass das gut gegangen ist. Ja, erst kriegt Peter Kilian da einmal eine Corvette vor die Nase, wo er leicht auffährt und dann, oh, und Preisig neben der Strecke, schon wieder mit Problemen und hoffen wir mal, dass das war das jetzt nur er. Nein, da steht noch ein Ford Mustang und es ist das Fahrzeug von Daniel Plüss, also der schwarze, der zweite schwarze Mustang hier im Feld neben Heiko Striezke ist draußen und er stellt das Fahrzeug ab. Ausfall, Daniel Plüss ist draußen. Ende für ihn und es würde mich nicht wundern, wenn Detlef Preisig das Rennen auch beendet hat. Heiko Striezke dadurch vor auf die 9. Robert Kruppert jetzt auch unter Attacke von Peter Kilian und der Peter Kilian, der brettert hier mit dem BMW knallhart an so ziemlich allem vorbei, was er im Moment vor der Nase hat. Also da wird sich vielleicht sogar der Heiko noch warm anziehen müssen. Der weiß selber, wie schnell der Wagen auf der Geraden ist. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit eventuell für den Ford Mustang-Piloten. Nico Stanke auf der 12. Holger Thie hat sich da dazwischen gesetzt, weil da eben durch diesen Crash, den offenbar Daniel Plüss und Detlef Preisig hatten, ein bisschen so zu einem Durcheinander kam. Und da ist Jens Brettschneider auch nochmal weit rausgeraten. Und dementsprechend, da er jetzt auf der 14, Marcel Schimmer auf der 15 hinten dran. Der schaut sich das im Moment noch aus einer gewissen Entfernung an. Und der Markenkollege Sascha Misterfeld ebenfalls ja auf Toyota Celica unterwegs. Auf der 16 dahinter, dann kommt Wolfgang Roller auf der 17. Michael Grütteklaas, der hat sich richtig weit vorgefahren. Auf der 18 jetzt, der war in einem 20er Bereich unterwegs, ist jetzt auf der 18. Jan Pesler auf der 19. Johannes Peiter 20. Dann kommt Mike Roller auf der 21 in seinem Ferrari. Und Ralf Stingel hat sich jetzt zumindest schon mal auf die 22 vorgearbeitet in seinem Capri Turbo. Nachdem er da ja zu Beginn ganz offensichtlich von Heiko Striezke einmal ein bisschen aus dem Weg geräumt worden ist. Es war aber auf die Entfernung nicht hundertprozentig sichtbar. War eine ganz leicht, er ist da ganz leicht am Heck angeditscht worden. Ja, und was will man dann bei so einem Auto machen? Ja, und dann dreht er sich eben weg. Und ja, zu Beginn so eines Rennens, da muss man eben einfach erstmal warten, bis alle durch sind, damit man nicht mitten in den Verkehr hineinwendet. Oliver Herz auf der 23, Gerd Ackermann 24. Leo Kuhn auf der 25, Tobi DD 26. Hoffen wir mal für ihn, dass das Auto heute jedenfalls beim zweiten Rennen nicht noch irgendwie in Probleme gerät. Und Daniel Plüss draußen. Ja, und ganz offensichtlich hat Detlef Preisig das Rennen auch beendet, denn er taucht hier bei uns auch nicht mehr auf. Ja, nach einem guten sechsten Platz im ersten Rennen und einer guten Startposition im zweiten, wo er dann aber direkt Probleme hat. Also irgendwas kann ich mir nur vorstellen, dass es da technisch auch irgendwelche Probleme bei ihm gab. Dass er so völlig wirr da über die Strecke geschlingert ist in der ersten Runde. Marc Ackermann Zweiter. Wird da jetzt von Tobi Lele vorbeigewunken. Dann haben wir Stefan Möbus, der hat also mittlerweile Oliver Kilian auch überholen können. Und der hat wieder Jochen Richter hinten dran. Die beiden Porsche-Piloten wieder in fröhlicher Zweisamkeit. Oh, Richter kommt weit raus, aber... Ja, wir haben schon ein paar Mal gesehen, dass der mit dem Porsche eine etwas andere Linie fährt, die aber offenbar auch sehr gut funktioniert. Oh, und da Tobi DD mit Dreher. Und Richter kann den Porsche abfangen. Meine Güte, das war haarscharf. Ja, der Löwenherz-Fahrer im BMW M1 erneut mit Schwierigkeiten dreht sich da weg und beinahe
Oliver Kilian kam da noch problemlos vorbei, aber beinahe wäre Jochen Richter nicht nur dagegen geknallt, sondern hätte beim Ausweichmanöver das Auto weggeschmissen. Dadurch die Lücke natürlich jetzt erstmal wieder größer geworden. Frank Schuster, der dritte Porsche-Fahrer im Bunde, auch gleich hier noch hinten dran auf der 6. Dann Lars Kuhlmann, 7. Heiko Striezke jetzt auf der 8. Und Peter Kilian auf der 9 und der wird gejagt. Uiuiui, der hat auch eine sehr, sehr illustre Versammlung hinter sich. Nico Standke im Mustang, dann Robert Kruppert in der Corvette. Dann kommt nochmal der Mustang mit Holger Thie und dann kommt Jens Brettschneider. Müsste auch in einem Mustang sein, genau. Und dahinter folgt dann Mike Horn im Chevy Monza. Also schöne Versammlung, die wir hier haben. Wir gucken uns das auch mal hier über die lange Gerade von Mike Horn aus an. Da hat man das gerade auch mal schon ganz schön erkennen können. Oh, und Brettschneider beim Verbremsen ein bisschen in Schwierigkeiten. Bringt Mike Horn direkt hinter sich. Die Fahrzeuge weitestgehend identisch. Sowohl Fahrverhalten als auch von der Leistung. Und wir haben auch beide den gleichen Multiplikator. 1,08. Man sieht das schön qualmen hier vorne. Korn versucht sich jetzt da allmählich ranzuarbeiten. Kommt da aus der Kurve gerade hinter Holger Thie auch besser durch, kommt da vielleicht gleich zu einem Angriff. Jetzt versucht er sich schon mal kurz innen daneben zu setzen, aber das gelingt nicht. Wie schaut es jetzt gleich aus, wenn es auf die lange Gerade geht? Kommt gleich die Boxeneinfahrt, ja, und The King hier einmal durch und jetzt im Windschatten. Kann da der Chevy Monza irgendwas gegen den Mustang ausrichten? Wir dürfen nicht vergessen, da fährt noch ein Nico Standke vorne weg. Und ja, wo ist Jens Brettschneider? Der ist da ganz hinten. Na, da hat es gerade mal im Kamera hin und her schalten irgendwie eine sehr ungewöhnliche Verschiebung gegeben. Robert Kruppert ist vorbei an Nico Standke. Und Jens Brettschneider ist ganz nach hinten zurückgefallen. Peter Kilian, ja, der wird sich jetzt höchstwahrscheinlich doch ganz allmählich mit dem BMW absetzen können. Ja, man sieht das hier auch ganz schön. Hat den CSL gut im Griff. Also der Wagen zeigt sich doch als sehr, sehr schnelles Fahrzeug. Umso überraschender ist es vielleicht, dass den kaum einer gewählt hat. Möglicherweise wegen der schwer zu kontrollierenden Traktion. Korn wieder weit raus. Jetzt muss er versuchen, sich den Holger Thie irgendwie zurechtzulegen. Er hat natürlich mal eine Kollision gehabt im ersten Rennen. Da fährt man immer ein kleines bisschen vorsichtiger bei sowas, wenn man mal in die Situation gekommen ist. Wo ist Marcel Schimmer? Da, hat einen Platz verloren. Sascha Miester fällt an ihm vorbei und das auch schon recht deutlich. Also entweder leichter Fehler seitens Marcel Schimmer oder der kann momentan den Speed nicht mehr gehen. Er jetzt auf der 16. Wolfgang Roller. Er hat da einen der Löwenherzfahrer überrundet, oder? Nein, hat er nicht. Michael Gröteglas ist das und der greift jetzt an. BMW M1 gegen Mustang, da dürfte der BMW keine großen Probleme haben. So ist es. Michael Gröteglas geht vorbei auf die 17. Durch die erste Kurve durch, jetzt das Ganze auch im Griff behalten. Ja, Wolfgang Roller. Der HSK Wollsauerland Rennsportfahrer auf der 18. Jan Pesler jetzt 19. Ralf Stingel auf der 20 und hat jetzt die nächsten vor sich, die er irgendwie noch versuchen wird zu überholen. Also dieser erste Saisonauftakt für ihn auch nicht wie geplant. Erstes Rennen ausgefallen, jetzt im zweiten Rennen direkt mal ganz nach hinten buxiert und muss jetzt hier natürlich an diesen Kampfhähnen vorbei. Die werden ihn ja auch nicht mal ganz entspannt vorbeilassen, denn die kämpfen auch um Plätze, nämlich Jan Pesler gegen Wolfgang Roller. Da geht es schon ziemlich eng zu. Die sind auch noch nebeneinander. Nein, jetzt reicht es aber von der Linie her nicht. Und Ralf Stingel kommt da von hinten. Der will unbedingt vorbei. Oh, Roller mit Problemen. Spät auf der Bremse gewesen, aber er nimmt ja das Drehmoment, nutzt er aus des Mustangs, um da von außen wieder mehr Schwung auszunutzen und kann vor dem Celica-Piloten Jan Pesler erstmal bleiben. Weiter hinten Mike Roller auf der 21 und Johannes Peiter hängt da direkt mit seinem Pantera hinten dran. Die zwei italienischen Fabrikate im Zweikampf. Ja, eine kleine Lücke ist da noch, aber das kann sich auch schnell ändern. Gerd Ackermann auf der 23 mit der Corvette hinterher.
Oliver Herz, 24. Dann Leo Kuhn auf der 25. Tobi DD, 26. Daniel Plus hat man schon gesehen draußen. Unser Übertragungswagen auch draußen. Und Thomas Weber, der fährt da ganz, ganz einsam vorne an der Spitze weg. Marc Ackermann, da ist der Abstand schon ziemlich groß. Und Stefan Möbus arbeitet sich da dran. 3 BMW M1 Turbo jetzt momentan an der Spitze. Und wir schauen mal kurz, wie viele Runden wir noch vor uns haben. Ja, wir sind in der 14. Runde jetzt aktuell. Das heißt, 12 Runden stehen uns noch bevor und das ist also auch noch ein Weilchen. Hier aus der Onboard-Perspektive von Stefan Möbus auf den BMW von Marc Ackermann. Ja, nach dem nicht so glücklichen 8. Platz im ersten Rennen für Marc Ackermann, nachdem er eigentlich einen sehr guten Start hatte, jetzt auf der 2 unterwegs. Den Platz möchte er sich natürlich ungern nehmen lassen. Kilian gegen Richter, die beiden nach wie vor eng beisammen. Frank Schuster, der da in der Nähe war, oh, da ist der Abstand schon relativ groß. Wir gucken mal, ja, die anderen beiden Porsche, die sieht er schon gar nicht mehr. Die kommen über die Start-Ziellinie und er ist noch nicht durch The King durch. Ja, Frank Schuster hat wohl eher noch so ein bisschen Bedenken, was die Corvette hinter sich angeht. Lars Kuhlmann hier im Bild. Man schaue sich mal diese Geschwindigkeiten an. Wenn hier die Fahrzeuge mal so richtig an der Kamera vorbeigeflogen kommen, da hat man mal so einen Blick dafür, dass das hier auch wirklich 300 Stundenkilometer und mehr sind. Und da folgen auch noch ein paar Rennstrecken, die viel, viel knackiger werden. Speziell das übernächste Rennen, das dann in Le Mans stattfinden wird. Und zwar auf der 1977er Variante, also da gibt es keine Schikanen, da werden die Fahrzeuge, also ich weiß nicht wie schnell, also ich bin da selber mit den Autos noch nicht testweise gefahren und ich habe jetzt auch keine Testaussagen im Hinterkopf, aber ich glaube man landet da irgendwo bei den 350, wenn nicht noch schneller. Und das wird dann ein Ort sein, wo hier speziell Fahrzeuge wie hier die Corvette und wahrscheinlich auch der CSL Turbo richtig was auspacken können. Und hier gibt es einen Angriffsversuch. Jochen Richter außen. Oliver Kilian ist schon auf der Innenbahn, um zu verteidigen. Geht das eng zur Sache zwischen den beiden. Jetzt gleich der nächste Rechtsknick nochmal. Richter weiter außen. Der kennt sich mit der äußeren Linie aus. Nutzt hier auch mehr Schwung aus. Und jetzt geht's in die Innenbahn. Und jetzt scheint Richter vorbei zu sein. Ja. Schafft er das jetzt noch? Darf jetzt keinen Fehler sich noch im Anschluss leisten? Nein. Und Jochen Richter vorbei an Oliver Kilian und damit Platzwechsel, wenn es den vierten Platz angeht. Vorne Möbus und Ackermann immer noch hintereinander. Haben da gerade Oliver Herz überrundet. Jochen Richter, also der neue Viertplatzierte hier im Feld. Kommen wir weiter zurück. Nico Stanke, Mike Horn, Jens Brettschneider, Marcel Schimmer auf der 13 und Peter Kilian. Ich wollte gerade sagen, ich vermisse da jemanden weiter vorne. Denn Nico Stanke und Mike Horn vor allem, die waren da mal davor. Peter Kilian zurückgefallen, auf der 14 jetzt in seinem BMW. Das wirkt fast so, als wäre da mal ein gehöriger Ausritt dabei gewesen. Oh, leichter Drift von ihm hier. Hat da die Clubhouse-Band etwas optimistisch genommen. Sascha Niesterfelder auf der 15, Ralf Stingel jetzt auf der 16. Ist an dieser Kampftruppe hier vorbeigekommen. Aber wie viele Möglichkeiten hat er noch nach vorne zu kommen? Wir haben jetzt noch ungefähr 10 Runden. Michael Grote-Klaas auf der 17. Er wird jetzt versuchen, diese beiden dahinter sich irgendwie loszuwerden. Wolfgang Roller. Oh, Wolfgang Roller mit Problemen beim Rausfahren aus der Kurve. Traktionsschwierigkeiten, so wie es ausschaut. Und da kommt der Angriff von Jan Pesler jetzt durch den King nebeneinander. Ja, das funktioniert mit den Fahrzeugen noch ganz gut.
Und Pesler, der wird sich jetzt davor setzen, so ist es. Also Jan Pesler holt sich, ja, erstmal die 18, aber noch ist das nicht ganz durch. Wolfgang Rollauer hat sich dann nochmal in den Windschatten zurückgesetzt und wollte einen Gegenangriff starten, hat dann aber doch nicht geglückt und damit der Toyota Celica Pilot jetzt auf dem 18. Platz. Holger Thie auf der 20. Und dreht sich, da schaue ich einmal kurz weg und da bringt der einen Dreher dahin. Uiuiui, Glück gehabt. Da kam nämlich gerade noch Thomas Weber angeschossen, dass da jetzt nichts Ernsteres passiert ist. Uiuiui, das hätte auch noch richtig daneben gehen können. Aus der zweiten Kurve raus. Etwas die Kontrolle über seinen Mustang verloren. Beim Anbremsen anscheinend auf die Wiese geraten. Johannes Peiter auf der 22, Mike Roller auf der 23. Ja, Peiter mittlerweile am Ferrari-Piloten vorbei. Hier Kuh nach wie vor auf der 24, Oliver Herz, 25. Hatten wir eben mal kurz schon im Bild, als die beiden Porsche-Streithähne vor ihm ihn da überrundet haben. Tobi Lede auf der 26, ja, und der ist jetzt im Moment der Letzte hier im Feld. Auswahlquote sehr gering, also auch vor allem wesentlich geringer, als man am Anfang vermutet hatte. Also es gab einige Bedenken da von einigen Fahrern im Vorfeld, die sich gedacht haben, oh, das könnte eine ziemlich kritische Geschichte werden und da wird es den einen oder anderen Crash geben. Die Fahrer hier haben das voll im Griff, also beweisen das Gegenteil. Da hat es zwar mal die ein oder andere leichte Kollision gegeben, aber das hielt sich sehr in Grenzen. Absoluter Respekt, mit den Autos hier so sauber über die Strecke zu fahren, ist alles andere als einfach. Also wer sich da, sagen wir mal, aus zum Beispiel Race 07 oder aus GTR oder aus A-Factor die normalen GT-Fahrzeuge der Moderne anguckt und dort dann mit der Aerodynamik da so ein bisschen rumtüftelt und dagegen liegen die Fahrzeuge dort, also liegen wunderbar auf der Strecke. Das mit dem Anpressdruck, das sieht hier aufgrund der Spoiler zwar so aus, als würde das auch sehr gut funktionieren, aber diese extreme Leistung, die die Fahrzeuge haben, die machen dann das meiste davon wieder zunichte. Und es ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll zu fahren. Es lauert in jeder Kurve der Drift und vor allem bei solchen Fahrzeugen wie dem M1, da lauert vor allem ein Turbo im Hintergrund, der eben bei falscher Übersetzung dann auch sofort mal droht, den Wagen in einen Dreher zu befördern. Das ist wahrscheinlich das, was wir vorhin auch bei einem der Löwenherzfahrer gesehen haben. Aus der Kurve raus und auf einmal dreht sich das Auto voll weg. Da kann man nichts mehr unternehmen, da lässt sich gar nichts mehr tun. Und Marc Ackermann verteidigt weiter fleißig gegen Stefan Möwes. Laufen jetzt gerade beide auf Mike Roller auf. Kann man schon auf Verteidigungslinie. Oh, wenn das mal eine gute Idee war, denn da kann Stefan Möwes etwas Windschatten vom vorausfahrenden Ferrari mitnehmen, aber das reicht nicht. Für einen Angriff wäre es da auch zu gefährlich gewesen, weil irgendwie muss man ja dem Mike Roller auch noch Platz beim Überrunden lassen. Oh, Möwes kommt etwas auf die Wiese raus. Enge Geschichte zwischen den beiden. Wir schauen uns nochmal kurz den Rundenzähler an. Zwanzigste Runde müssten wir jetzt sein. Ja, wie lange kann sich Marc Ackermann hier noch erwehren? Die fahren teilweise Stoßstange an Stoßstange. Ja, beziehungsweise wirklich Stoßstange besitzen die Fahrzeuge ja nicht. Man merkt, wir haben gerade leicht einen Leck. Die Fahrzeuge springen etwas. Und Möwes kann im Windschatten aber nicht viel in Richtung Marc Ackermann ausrichten. Jetzt wieder Versuch auf der Außenbahn. Aber das lässt, wie man hier schön sehen kann, der Killer Bee-Pilot nicht mit sich machen. Ja, während Gerd Ackermann auf der... Oh, da vorne qualmt. Woher kommt das? Schauen wir mal. Ist da irgendjemand... Irgendjemand hat sich auf die Strecke gerade wieder zurückgearbeitet. Da
Das sieht mir nach einem orangenen BMW M1 aus. Bleiben hier einfach mal auf der Perspektive. Jetzt wird erstmal Daniel Puss müsste es gewesen sein. Nein, Johannes Peiter war es. Der hat sich schon ganz gut von Mike Roller absetzen können. Und davor haben wir Tobi Dede müsste das sein, in dem M1 vorneweg. Vor Marc Ackermann, Jammu. Blick zurück, Jochen Richter und Oliver Kilian. Ja, die beiden mit ihren Porsche. Jetzt wieder der Versuch von Oliver Kilian. Mehr Schwung vielleicht auf der Außenbahn. Kann das klappen? Schöne Bilder hier, wie die beiden nebeneinander auf die Kurve zugeflogen kommen. Aber Jochen Richter auf der Innenbahn und verteidigt da sehr geschickt. Ja, keine Chance für Oliver Kilian. Aber jetzt beim Rausbeschleunigen. Jetzt vielleicht in dem zweiten Rechtsknick. Jetzt kommt der Linksknick durch die Sky Sweep hindurch. Und Kilian immer noch daneben. Die beiden bleiben immer noch daneben. Kilian leicht im Drift. Das Heck wird unruhig und Richter scheint das ein bisschen zu bemerken. Geht da auf Vorsicht. Aber das nimmt Oliver Kilian den Schwung und Richter geht wieder vorbei. Starker Zweikampf. Richter zu schnell, aber aus der Kurve raus. Und Kilian geht vorbei. Eine halbe Runde lang hat das jetzt gedauert, bis Oliver Kilian an ihm vorbei war. Da dachte wahrscheinlich Oliver schon, ja, das ist es jetzt gewesen, nachdem das Heck da unruhig wurde. Und dann hat Jochen Richter etwas zu wenig gebremst, hat da nicht stark genug verzögert, kam aus der Clubhouse-Band zu weit raus. Und das hat dann Oliver Kilian ausgenutzt und dadurch jetzt der Fahrer im blauen Porsche 935 wieder nach vorne. Und Jochen Richter, der jetzt zusammen mit Marcel Schimmer für Jury Motorsport fährt. Oh, da kommt wieder der Gegenangriff. Innen durch. Ist ja nicht zu fassen. Und Oliver Kilian, der schien ein bisschen überrascht zu sein, wie Jochen Richter sich da vorbeibremst. Wusste gar nicht so wirklich, was er dagegen tun soll. Jetzt laufen die beiden auf Johannes Peiter auf. Der wäre jetzt gut beraten, die so schnell wie möglich durchzulassen. Johannes, lass da mal schön den Fuß vom Gas. Ja, und wunderbar funktioniert, hat das sehr gut gemacht. Und da steht ein BMW. Huiuiuiui, knappe Geschichte. Jetzt muss da Tobi Dede ist es, glaube ich, oder Michael Grote-Klaas, wir wissen es nicht. Wir springen mal schnell durch. Michael Grote-Klaas ist nicht gewesen. Das heißt, Tobi Dede, ist der noch auf der Strecke oder hat der Escape gedrückt? Der steht immer noch da. Mike Roller da mit Verbremser. Was soll der jetzt denn da machen? Oh, Tobi, komm, drück doch lieber Escape, wenn das mal gut geht. Huiuiuiui, der steht da mitten in der Ideallinie. Das würde mich nicht wundern, wenn der den BMW irgendwo in die Ecke schmeißt nach diesem Lauf hier und das Ganze abhakt. Der scheint mit dem Wagen überhaupt nicht zurechtzukommen. Eieieiei. Dass das mal gut ausgegangen ist. Also bei Mike Roller sah es für mich so aus, als hätte der sich da eher aus freien Stücken verbremst in der Kurve. Aber das war mal brandgefährlich. Und damit Tobi Dede zurück auf den letzten Platz der noch Fahrenden. Möbus vorbei an Ackermann. Während es hier dann drunter und drüber ging, da vor allem zwischen den beiden Porsche-Fahrern, gab es einen Zweikampf, aber Möbus mit Fehler kommt zu weit raus und da geht Marc Ackermann wieder vorbei. Also speziell hier vorne gibt es harte Kämpfe und auch Jochen Richter ist wieder vorbei an Olli Kilian, hat das halten können, nachdem er da vorhin vorbei war. Das sah fast eben wieder so aus nach dem Geschlenker um den BMW M1 eben in der Kurve herum, dass da Kilian schon wieder vorbeigehen würde, dass der Kampf, der Erfolg von Richter wieder zunichte gemacht würde. Aber nein. Und hier vorne die beiden, was ist denn mit den beiden BMW-Piloten los? Ackermann und Möbus, da kommen jetzt auf einmal Richter und Kilian noch ran. Wie viele Runden haben wir denn noch vor uns? Eieieiei. Ich traue mich ja fast gar nicht dahin zu schalten. Und Mike Horn ist ausgefallen. Mike Horn ausgefallen, Verzeihung, aus dem Rennen draußen. Wir halten das kleine Bild da und sehen, wie Möbus angreift und ich versuche deren Wessen mal Runden zu rechnen hier. Ja, wir müssten in der letzten Runde schon drin sein, also schnell wieder zurück hier ins Bild rein. Wo ist Thomas Weber? Na, da sind es noch ein paar Meter.
Marc Ackermann und Stefan Möbus. Um die geht es hier und natürlich Oliver Kilian und Jochen Richter. Was wird hier vorne noch passieren? Weber jetzt durch die Esses hindurch. Das dürfte die letzte Runde jetzt für ihn sein. Ackermann immer noch vorne, Richter auch immer noch vorne. Die richtigen Möglichkeiten zum Überholen gibt es nicht mehr. Weber durch den King hindurch. Wird das der Doppelsieg hier heute Abend oder kommt da noch eine Runde? Wir sehen keine Lichthupe, also wird es da noch eine Runde geben. Zeit läuft auch weiter, also eine Runde folgt noch. Oh, und Möbus mit Schwierigkeiten kommt auf die Wiese raus. Kann er den BMW halten? Nicht, dass da jetzt noch die beiden Porsche-Fahrer vorbeigeflogen kommen. Nein, so ist es nicht. Und auch ein Frank Schuster kommt noch mal ran. Ja, was ist denn hier im Fahrerfeld auf einmal los? Wir hatten da relativ große Lücken. Und jetzt kommt da plötzlich Jochen Richter angeflogen. Stefan Möbus, der muss um seinen Podiumsplatz bangen. Da wird noch mal hart verteidigt. Was macht Oliver Kilian dahinter? Wird er vielleicht das versuchen auszunutzen? Aus einem Zweikampf eben noch um die zweite Position ist hier auf einmal ein Dreikampf um die dritte geworden. Frank Schuster wird da wohl nicht mehr viel machen können. Der schaut sich das nur noch an. Der kann vielleicht noch die kleine Hoffnung irgendwo haben, dass die drei hier vorne sich irgendwie in die Karre fahren und er vorbeikommen kann. Aber sonst passiert ja nichts. Was ist der Qualm da vorne? Ist da Marc Ackermann nochmal im Problem? Nein, da geht es um Fahrer, die überrundet werden. Gut möglich, dass da ja natürlich auch noch ein Zweikampf stattfindet. Aber wir bleiben jetzt hier. Es scheint sich aber doch wieder auseinander zu klamüsern. Da vorne, Gerd Ackermann scheint jetzt da gerade zwischen Marc Ackermann und Stefan Möbus zu sein. So ist es. Und naja, Gerd wird da vielleicht sich noch ein bisschen was einfallen lassen, um den familiären Teamkollegen irgendwie da wegzuhalten. Jetzt macht er Platz für Stefan Möbus. Wo ist Thomas Weber? Da ist er nochmal unterwegs. Hab ich mich denn total verrechnet? Aber der scheint langsamer zu machen. Ja, also das Rennen ist durch. Das wird hier leider immer schlecht angezeigt. Also Glückwunsch an Thomas Weber für den zweiten Sieg hier heute Abend. Also der hat hier das beste Ergebnis heute Abend gemacht. Schnell unterwegs gewesen. Der Teamkollege hat irgendwie das jedes Mal so ein bisschen vermasselt. Marc Ackermann, nachdem der erste Lauf für ihn nicht so gut gelaufen ist. Zweiter Platz für ihn. Glückwunsch auch an ihn hier für das Ergebnis im zweiten Lauf. Stefan Möbus hat den Wagen irgendwie direkt nach der Ziellinie in den Acker gelegt. Ja, und da vorne, da lassen sich ein paar Leute noch was Lustiges einfallen. Ja, das passiert, wenn man bei Vollgas bei 300 einfach mal runterschaltet. Dann macht man natürlich den Motor kaputt. Ach, Leute. Hat man da nicht nochmal gesagt, dass man kein Crash-Derby machen sollte im Anschluss des Rennens? Ach, naja. Mal gucken, ob da vielleicht sogar ein bisschen Ärger sich eingehandelt wird davon eingefahren. Stefan Möbus, dritter Platz. Ja, harter Kampf war es für ihn, nachdem er da am Anfang sogar zurückgefallen war. Hat das nochmal ganz gut retten können und ist jetzt noch im zweiten Lauf aufs Podium gefahren. Vierter Platz geht an Jochen Richter, den Porsche-Piloten, der hier dann es doch nochmal wieder beim Kampf zurück gegen Oliver Kilian geschafft hat. Kilian wird Fünfter, der Porsche also definitiv konkurrenzfähig. Sechster Platz geht nämlich an Frank Schuster, also Platz 4, 5 und 6 an den Zuffenhausener Rennwagen. Man muss ihn anscheinend einfach nur zu bewegen wissen. Lars Kuhlmann auf der 7, achter Platz geht an Robert Kruppert. 9. Mike Horn, auf der 10 Heiko Striezke, 11. Platz für Nico Standke, auf der 12 Marcel Schimmer, also für den hat es dann nochmal ein besseres Ergebnis gegeben, nachdem er zwischenzeitlich zurückgefallen war. Peter Kilian auf der 13. Da wäre vielleicht mit dem CSL am Ende heraus mehr drin gewesen. Jens Brettschneider auf der 14. Sascha Miesterfeld wird 15. 16. Platz an Ralf Stingel. 17. Platz Wolfgang Roller. Michael Grote-Klaas wird 18. 19. Platz Holger Thie. Jan Pesler 20. Gerd Ackermann auf der 21. Johannes Peiter auf der 22. 23. wird Mike Roller. 24. Platz an Leo Kuhn, 25. Platz für Tobi DD und ja, unser Übertragungswagen ist auf dem 26. Nein, da war ja eben schon Daniel Plus und Detlef Breisig sind ja ausgefallen. Das heißt, das sind die letzten beiden Plätze hier gewesen. Alle Fahrer in die Punkte nebenbei, also bis zum 29. Platz gibt es einen Punkt.
Das geht auch eisern runter. Erster kriegt 30, zweiter 29, dritter 28 und so weiter. Die genaue Rechnung, die wird sich dann durch die Multiplikatoren am Ende dann wohl erst ergeben. Das aber das Ergebnis hier aus dem ersten Lauf der GRM. Und wir springen mal kurz wieder zurück in unsere Übersicht. Und wir sind in den nächsten Minuten dann gleich mit den Siegerinterviews wieder für Sie zurück. So, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind zurück und haben jetzt die erfolgreichsten aus den beiden Rennen hier aus dem ersten Lauf in Kyalami in ihrer 1976er Variante. Und ja, wir fangen natürlich an mit dem Doppelsieger des heutigen Abends, Thomas Weber. Beim ersten Qualifying hat es nicht ganz für die Pole Position gereicht, dafür im zweiten, ja, aber dafür trotzdem im ersten Rennen den Sieg eingefahren, nachdem der Teamkollege einen Fehler gemacht hat und ja, im zweiten Rennen dann nie was anbrennen lassen. Thomas, du hast wohl dann eher mehr gegen Auto, Strecke und Zeit gekämpft, denn gegen irgendwelche Kontrahenten. Wie war das Rennen für dich in der Hinsicht für dich heute Abend? War mit eins meiner besten Rennen. Das komplette Fahrerfeld, super fair, alles perfekt. Ja, war ein bisschen einsam vorne. Ja, eventuell die Einsamkeit der Führenden, das gibt es ja öfters. Ich glaube, jeder, der mal sehr erfolgreichen Rennen angeführt hat, der wird das bestätigen können, dass man dann, glaube ich, sehr einsam auch da rumfährt. Wobei man natürlich sagen muss, bei so einem großen Fahrerfeld, ich glaube, die Überrundungen haben ja bei dir nicht lange auf sich warten lassen. Inwieweit hat das heute Abend funktioniert? Man hat da ja vorher auch nochmal bei dem Fahrerfeld durchaus so ein paar Bedenken gehabt. Aber bis auf zwei, drei Kleinigkeiten war wirklich alles perfekt. Super fair, die ganzen Leute. Unglaublich. Ja, das klingt ja schon mal wunderbar positiv. Jetzt, da das ja das allererste GRM Event gewesen ist, die Saison jetzt ganz frisch, alles ganz neu mit den Fahrzeugen, so vielleicht deine erste Einschätzung, nachdem es jetzt zum ersten Mal richtig ernst geworden ist? Also der M1 liegt mir wahnsinnig gut, ja, den hat mir der Stefan empfohlen, am Anfang wollte ich den gar nicht haben, aber mittlerweile hat sich das Auto perfekt für mich entwickelt, das ist genau mein Ding. Ja, jetzt also für dich die Saison der
Ausblick, du wirst ja, also es gibt ja auch Leute, die sagen, na, damit bin ich nicht so einverstanden, aber du klingst also so sehr von Euphorie gepackt. Ja, das nächste Rennen ist in 2 Wochen in der 1970er-Variante von Silverstone. Ja, auf der alten Strecke schon Erfahrung, und wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem M1 und der Strecke noch gar nicht, oder? Nee, die alte Variante bin ich noch gar nie gefahren. Silverstone mag ich eigentlich auch nicht so wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin. Das heißt, du zweifelst so ein bisschen an, ob so ein Erfolg wie heute nochmal möglich sein wird. Ja, ich gebe mein Bestes wie immer. Okay, alles klar. Dann sind wir mal gespannt, wo es dich dann, wo du dich dann positionieren kannst beim Event in 2 Wochen. Ich denke, du bist ja erstmal in einer Woche beim Gentleman's Cup zu finden, wo wir ja leider keine Übertragung haben. Trotzdem auf jeden Fall bis dahin. Und ja, in 2 Wochen dann in Silverstone. Ich danke dir fürs Interview und natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch zu dem Doppelsieg heute Abend. Dankeschön. Ja, weiter machen wir mit dem, würde ich sagen, Zweitplatzierten. Ja, wo ist er denn? Ist gar nicht, noch gar nicht bei uns. Ha, der fehlt uns noch. Ich dachte, er kommt von selber hoch. Naja, machen wir erstmal mit. Ja, wen nehmen wir denn als nächstes? Bleiben wir beim ersten Rennen und gehen zu Oliver Kilian. Dritter Startplatz im ersten Rennen, dritter dann auch geworden. Glückwunsch an dich auf dem Chevrolet Monza. War ja vielleicht nicht so ganz zu erwarten, mit dem Fabrikat da vorne zu sein. Du warst zwischenzeitlich mal deutlich schneller unterwegs, musstest dann den zweiten Platz aber noch an Frank abgeben. War da irgendwas mit den Reifen los mit dem Chevy? Das waren nicht die Reifen, sondern das waren meine Bremsen. Der Chevrolet Monza beißt ja sehr gut, geht richtig in die Eisen, aber was ich auch noch nie getestet hatte, die Bremsen überhitzen. Und dann kam es also dazu, dass ich am Ende der langen Start- und Zielphase... Warum startest du im Fenstermodus? Hallo Frank. dass ich am Ende der langen Start- und Zielgeraden eben ja regelrecht ins Leere getreten habe und dann ein bisschen ins Grün gerutscht war. Dann war Frank hinten dran und hat mich dann auch einfach noch geschnappt. Dazu kam dann der Monza, schon zwar die Reifen, aber mein Tank wurde hinten leer und ohne Gewicht auf der Hinterachse hatte ich dann arge Traktionsprobleme, da konnte ich mich dann nicht mehr wehren. Ja, und man muss auch sagen, der Frank ist einfach super gefahren und hat mich dann ganz fair, ganz überlegen überholt und ist noch Zweiter geworden, hat er verdient. Ja, im zweiten Rennen warst du ja dann auf dem Porsche unterwegs und hast dir dann ein sehr, sehr schönes Duell langfristig vor allem mit dem Jochen geliefert. Am Ende sprang dann für dich aber nur, muss man sagen, Anführungszeichen, der 5. Platz raus. Das war aber ein Duell, das sie am Ende fast über die ganze Strecke hingezogen hat. War ja fast im Endeffekt vielleicht fast das spannendere Rennen im Vergleich zum ersten, oder? Ja, definitiv. Das hat auch nochmals deutlich mehr Spaß gemacht. Sagen, das habe ich auch Jochen selber zu verdanken, denn ich bin mit dem Porsche zuerst gar nicht klargekommen auf der Strecke und er war dann so nett und hat mir ein paar Setup-Tipps verraten und dann ging's. Und dann konnte ich am Start ja sehr schnell reagieren, mich hinten ransetzen und dann kam eben dieses tolle Duell zustande und ich muss sagen, das war allererste Sahne. Glückwunsch Jochen, ja, hat tierisch Spaß gemacht. Alles klar, dann wird das wahrscheinlich an ihn dann auch weitergehen. Du ja als Mitentwickler dieser neuen Serie, vielleicht mal die Frage jetzt so nach diesem ersten Umlauf. 30 Fahrer, es ist ohne allzu große Crash abgelaufen, wo man ja Befürchtungen vorher irgendwie hatte. Wie ist jetzt so, ja, auch aus Admin-Sicht deine Einschätzung, wie so das Gesamtergebnis, wie das heute gelaufen ist? Ja, erstaunlich gut. Also ich würde sagen, fast perfekt. Ein Problem gab's. Ich weiß nicht, ob man das im Stream gesehen hat. Da hatten leider 2 Fahrer, die beide vom selben Internetanschluss gefahren sind, böse Lecks, was dann auch zu Problemen geführt hat und leider, ich glaube, auch beim Ralf Stingel das Rennen beendet hat. Das war sehr schade, aber im zweiten Rennen sind sie dann freiwillig, das war sehr fair, haben sie auf ihren Start verzichtet, bis dann ihre Internetprobleme eben wieder im Griff sind. Und ansonsten, ja, haben sich alle gut geschlagen, gut vorbereitet, fair gefahren. Ich bin rundum zufrieden. Also, ich freue mich auf die Serie. Ja, alles klar. Ja, als nächstes kannst du dich erstmal in der GRM auf Silverstone freuen. Wie blickst du denn dahin? Ich muss sagen, mir geht's wie Thomas. Ich habe da noch keine großen Erfahrungen. Ich bin die Strecke noch nicht viel gefahren. Und ich lasse mich vollkommen überraschen. Alles klar. Gut. Da wir jetzt ja auch in etwa wissen, welche Fahrzeuge du wirklich nehmen willst. Ich glaube, es gab bei einigen noch ein paar Überlegungen, so wie es mir vorkam, die dann auf dem letzten Meter noch ein anderes Auto gewählt haben, als sie ursprünglich entschieden hatten. Ja, sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall danke dir auch schon mal für die kurze Einschätzung. Natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch zu
dem Gesamtergebnis heute Abend, vor allem natürlich zum dritten Platz in dem ersten Rennen. Und jetzt kommen wir weiter. Ich habe ihn komplett vergessen. Ich dachte, er käme dann von selber noch hier hoch, aber hat es dann gelassen. Entschuldigung, Frank Schuster, dass ich dich eben mal so ohne Vorwarnung dann hier hoch in unsere Kommentatorenkabine hochgerissen habe. Aber ja, zweiter Platz im ersten Rennen von der 4 gestartet. Das klingt ja schon ziemlich gut, da mit dem Porsche von der 10 nochmal auf die 6. Also du hast es schon irgendwie ganz gut drauf, Plätze nach vorne gut zu machen. Ja, was war einfacher zu fahren und mit welchem Ergebnis bist du im Endeffekt vielleicht zufriedener sogar? Ja, eigentlich einfacher zu fahren, die beide Autos sind nicht wirklich leicht. Der Porsche kann man etwas entspannter fahren, ja. Dafür ist der BMW etwas schneller. Ja, und zufrieden bin ich eigentlich mit dem zweiten Lauf, weil ich, gut, der Multi ist besser bei dem Auto, muss man sagen. Es gibt dann, das Punktekonto wird sich hier durch etwas mehr erhöhen, als wenn ich mit dem BMW weiter vorne fahre. Und ja, im ersten Rennen war ich happy, dass ich Zweiter werden konnte. Gegen Thomas Weber war kein Stich zu machen. Am Startweg musste ich eigentlich einige Autos ziehen lassen, weil ich meine Reifen nicht überfahren wollte, was ich zum Rennende hin ja doch bezahlt gemacht hat. Einige haben sich von mir weggedreht. Schade für Marc, der hat sich einen Dreher geleistet, dann war er weg. Ansonsten hätte ich mit ihm wahrscheinlich ein schönes Duell gehabt. Ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit den beiden Rennen. Ja, das war ja eine schöne, kurze und knackige Übersicht, wie das bei dir heute gelaufen ist. Vielleicht die Frage an dich, die ich jetzt, glaube ich, auch einfach mal allen, die ja jetzt gerade bei uns in der Kabine sind, stellen noch werde. Neue Serie, also alles komplett neu, die Fahrzeuge, glaube ich, auch bis von den wenigsten bisher gefahren worden und dann so ein volles Fahrerfeld. Aus deiner Sicht, ich meine, du bist ja auch vor allem im zweiten Rennen von der 10, also mehr oder weniger mittendrin gestartet. Deine Gesamteinschätzung jetzt, wie das, welche Zukunft du die für diese Serie siehst, jetzt nach den ersten Eindrücken? Ja, ich finde die Serie toll. Viele Fahrer, das macht natürlich Spaß, wenn hier viele um dich herum sind. Ich habe aber Bedenken, dass einige doch das Handtuch werfen werden, weil sie eventuell überfordert sind. Wenn viele Autos um dich herum sind, dann machen doch einige kleine Fehler, wie beim Überrunden, Spur wechseln, dann weiß man nicht, wo soll ich jetzt hin. Es ist schon schwierig. Gut, man lernt natürlich auch dazu. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Okay, alles klar. Belassen wir uns mal dabei. Das heißt, sind wir mal gespannt. Ja, Silverstone in deine Richtung. Habe ich noch nicht probiert. Ich muss das auf mich zukommen lassen. Ich werde natürlich testen. Ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Version von Silverstone wir hier fahren. Ich habe gar keine Ahnung. Ich muss es einfach auf mich zukommen lassen. Ich denke aber auch hier werde ich gut zurechtkommen. Ja, ich kann es dir kurz sagen, es wird gefahren die 1970er Variante. Also die schnelle, nicht mit den vielen Schikanen. Oh ja, das finde ich gut. Ich bin die öfters mal gefahren bei Grand Prix Legends noch. Ich fand es eine tolle Strecke. Bin mal gespannt, wie das mit diesen Autos hier wird. Die ist sehr schnell. Ja gut, alles klar. Sind wir mal gespannt dahin. Dir auf jeden Fall Glückwunsch natürlich zu dem zweiten Platz aus dem ersten Rennen, aber auch zum sechsten muss man ja gratulieren, denn durch den Multiplikator von Porsche kann ich das unter Umständen auch wieder ganz da vorne rein katapultieren. Glückwunsch an dich und ich danke dir für das Interview. Danke. Und ja, zwei haben wir noch. Ich komme hier echt ständig durcheinander. Wir nehmen natürlich erstmal vielleicht den Zweitplatzierten aus dem zweiten Rennen. Marc Ackermann, ja, im ersten Rennen saß sehr lange sehr gut aus und dann gab es einen Dreher, der dich dann am Ende auf den achten Platz zurückgeschmissen hat. Zweites Rennen dann viel besser gelaufen und ein hammerharter Kampf zum Schluss gegen Stefan Möbus, wo du dich am Ende dann behaupten konntest und den zweiten Platz ins Ziel gebracht hast. Wie zufrieden bist du jetzt am Ende dieser Veranstaltung, nachdem ja das erste Rennen nicht ganz so optimal gelaufen war? Ja, also ich bin erstmal im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit dem ganzen Event. Gehen wir mal zum ersten Rennen. Ich bin recht gut gestartet, trotzdem, dass ich glaube ich Fünfter oder Sechster war. Konnte direkt zwei, drei Plätze gut machen. War dann
hab dann ziemlich lang mit Heiko Stritzke gekämpft, war auch eigentlich recht interessant. Wir haben dann immer so welche Punkte gehabt auf der Strecke, wo wir uns dann unterschieden haben, und gerade auf der Geraden hat dann der CSL immer doch in der ersten Kurve dann versucht anzugreifen, hab dann aber relativ fair gekontert, wie ich finde, und ja, dann habe ich leider den BMW M1 verloren, und zwar in der schnellen Rechtskurve habe ich zu weit außen angebremst, ist mir dann hinten ein bisschen weggegangen, und dann ja, konnte ich ihn nicht mehr halten, dann war es wie auf Eis und ja, ich war weg. Ja, da war es dann am Ende von der 7 bist du uns gestartet, und der Start war dementsprechend auch sehr gut gewesen. Am Ende von daher vom 8. Platz, wenn man es mit dem Qualifikationsplatz vergleicht, nicht ganz so dramatisch. Ja, und der 2. Platz dann im 2. Rennen, also du musst ja beim Kampf gegen Stefan, glaube ich, am Ende wirklich, ich weiß gar nicht, du müsstest doch ziemlich durchgeschwitzt sein jetzt, oder? Ja, also das kann man schon so ausdrücken, ja. Da auch der Start war relativ gut. Ich konnte, ich glaube, Stefan hat dann ein bisschen zu spät gestartet, und dann bin ich direkt an ihm außen vorbei, habe dann den Platz halten können. Jochen hat auch schön aufgelassen außen. Bin dann, habe mich versucht, ein bisschen an Thomas ranzuhängen, aber da war leider nichts zu machen. Er ist wirklich unschlagbar. Und ja, dann kam Stefan doch gegen Mitte des Rennens wieder an mich ran, haben dann noch einen schönen Zweikampf gehabt, eigentlich die ganze Zeit lang des Rennens über, hat mich sogar zweimal so, glaube ich, angestupst, habe mich dann auch gedreht, aber er hat mich dann wieder fair vorbeigelassen, also wirklich Hut ab dafür, war dann am Ende recht zufrieden mit dem 2. Platz, und ja. Ja, also direkt von Platz von Rennen 1 auf 2 gleich eine Steigerung. Wie blickst du denn dann nach Silverstone? Gehst du davon aus, also die 1970er-Variante, ist dir die bekannt? Und was rechnest du da für dich mit dem M1? Also mit dem M1 in Silverstone ist so eine Sache. Muss man natürlich mal gucken. Viel trainieren werde ich auf jeden Fall. Und ja, Silverstone ist mir eher bekannt aus der Formel 1, die neueren Varianten. Die ältere Variante ist mir nicht so bekannt, aber wie gesagt, da werde ich ein bisschen trainieren und das Beste draus machen. Alles klar. Okay, dann danke ich dir auch mal gerade für das Interview und natürlich Glückwunsch zum Erfolg heute Abend. Und danke. Ja, einen haben wir noch, der, glaube ich, mit dem Endergebnis heute Abend von den Positionen her eigentlich zufrieden sein dürfte, aber ich glaube, so wie das Rennen verlaufen ist, ist er vielleicht umgekehrt sogar der Unglücklichste. Stefan Möbus von der Pole ins erste Rennen, dann nur 5. geworden und im 2. Rennen von der 2 gestartet und dann mit mühsam wieder zurück auf den 3. gekämpft. Stefan, bist du jetzt am Ende zufrieden oder ärgerst du dich doch vielleicht über das Gesamtergebnis heute Abend? Naja, hallo erstmal. Nee, im Endeffekt pure Freude. Die zwei, ich sag mal, Anfängerfehler, wie man es immer so schön sagt. Die sind mir halt passiert. Kalte Reifen, ein bisschen zu viel Gewalt in der ersten und im ersten Rennen, und im 2. Rennen habe ich den Start komplett verpennt. Und ja, war auf jeden Fall sehr spannend. Macht auf jeden Fall Spaß, die Serie. Ja, du bist gerade etwas leise. Ich weiß nicht, was da bei dir... Ist jetzt besser. Ja, ist etwas besser jetzt, ja. Ja, du sagst gerade schon, macht sehr viel Spaß, die Serie. Hast dich jetzt ja schon sehr kurz gefasst. Dann vielleicht noch die obligatorische Frage auch an dich. Wie sieht's dann aus in Silverstone? Der Teamkollege hat schon gesagt, die Strecke ist ihm nicht bekannt. Wie sieht's bei dir aus? Ich schließe mich da auf jeden Fall an. Also da ist mir noch gar nichts bekannt. GTL habe ich, wie man es immer so schön sagt, seit circa 3 Wochen am Lenkrad mal laufen. Und ja, der GRM-Mod ist gut umgesetzt von den Jungs. Muss man erstmal von meiner Seite erstmal ein Lob aussprechen, vom fahrerischen, wie man es handhaben kann, ist das eine absolute Herausforderung, eine absolute Challenge. Und Jungs geben auch echt Gas, muss ich sagen, also habe ich so nicht erwartet. Und ja, also es sind schöne Duelle. Klar, es gibt bei diesem, ich sag mal, neuen Fahrgefühl für alle ein, zwei kleine Umstimmigkeiten mit der Linie. Muss man halt beim Umrunden aufpassen, wenn man wirklich im Zweikampf ist und die Linie nicht stabil bleibt und man dann eben nochmal reagieren muss, ist es ein bisschen schwierig. Deswegen auch die zwei kleinen Treffer, die ich mit Marc ausgetauscht hatte. Aber ansonsten ist das wirklich Krach.
und Krach ist gut. Ja, das werden, glaube ich, sogar die Zuschauer jetzt bestätigen können, denn die haben auch die Gelegenheit gehabt, so ein paar Geräuscheindrücke zu bekommen. Ja, von daher kann man sagen, also sind wir auch gespannt, wie du dann mit dem Teamkollegen da mit Thomas, wie ihr beide da vielleicht dann wieder angreifen könnt. Also dafür, dass du 3 Wochen erst ins Lenkrad greifst bei GTL und dann genau mit dem, direkt mit dem GRM-Mod da dran, also dann hier so ein Ergebnis einzufahren, das ist schon absolut bemerkenswert. Glückwunsch in diesem Sinne auch nochmal zum Ergebnis heute Abend und ich danke dir fürs Interview. Ja, merci. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja, nächstes Mal, du sprichst es gerade an, das nächste Mal ist dann in 2 Wochen am 28. Februar 2014. Dann geht's zu gewohnter Zeit auf die 1970er-Variante von Silverstone, also die alten Streckenvarianten, das wird beibehalten. Gleicher Ablauf wie dieses Mal und ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Die GRM hat vielleicht bei Ihnen Spaß auf mehr geweckt und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen bis dahin noch eine wunderschöne Zeit und sage ciao, ciao und bis dann.